Erprobtes Glück. Das Leben des Johann Wolfgang Goethe. Erzählt von Otto A. Böhmer. Folge 1. Unter einem guten Stern. Johann Wolfgang Goethe, der deutschen berühmtester Dichter, war ein schicksalsgläubiger Mensch. Er war dies nicht als Fatalist, der ergeben darauf wartet, dass sich über seinem Kopf etwas zusammenbraut, sondern als Mann der Tat, der davon überzeugt ist, dass es höhere Fügungen gibt, die man erkennen und zu seinen Gunsten nutzen kann. Goethe hat sich selbst denn auch als Begünstigten gesehen und in der Tat meinte das Schicksal es gut mit ihm, was sich schon früh, sehr früh bemerkbar machte. In seiner Autobiografie mit dem wunderbaren, weil unendlich passenden Titel Dichtung und Wahrheit heißt es dazu: Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlage 12, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich. Die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag. Jupiter und Venus blickten sie freundlich an. Merkur nicht widerwärtig. Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig. Nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins umso mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorübergegangen. Diese guten Aspekte, welche mir die Astrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wussten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sein. Johann Wolfgang Goethe stammt auf Seiten der Väter aus einer grundsoliden thüringischen Familie von Handwerkern, Bauern und Wirtsleuten, die allesamt wohl ein gewisser Ehrgeiz ausgezeichnet hat. Der Großvater Friedrich Georg Goethe war von Haus aus Schneider und ließ sich schließlich in der freien Reichsstadt Frankfurt am Main nieder. Dort brachte er es vor allem dank geschickter Einheirat in eine vermögende Gastwirtsfamilie zu beträchtlichem Wohlstand, der an seinen Sohn Goethes Vater Johann Caspar Goethe überging. Der, ein eher verschlossener, zum Grübeln neigender Mensch, studierte die Rechtswissenschaften und versuchte danach, erfolglos in der Frankfurter Stadtpolitik mitzumischen. 1742 erwarb er gegen ein erkleckliches Sümmchen den Titel Kaiserlicher Rat, der ihn auf dem Papier zu einer herausgehobenen Persönlichkeit machte, in Wirklichkeit jedoch keine zusätzlichen Einflussmöglichkeiten bescherte. Vater Goethe war enttäuscht und zog sich 32-jährig auf eine Privatgelehrtenexistenz zurück, die er finanziell abgesichert wusste. 1748 heiratet er die 20 Jahre jüngere Katharina Elisabeth Textor, Tochter eines ranghohen Frankfurter Stadtbeamten, die, Gegensätze ziehen sich bekanntlich an, das genaue Gegenteil ihres Gatten ist. Katharina Goethe grübelt nicht gern. Sie steht mitten im Leben und hat einen beträchtlichen Mutterwitz zu bieten, der sich auch bewähren muss, als von den 6 Kindern, die sie zur Welt bringt, schließlich nur 2 überleben. Johann Wolfgang und seine ein Jahr jüngere Schwester Cornelia. Die Gegensätze, die er in seinen Eltern verkörpert sah, hat Goethe in einem berühmten Gedicht festgehalten, das zugleich anklingen lässt, wie schwierig es sein kann, wenn man Originalität sucht und sich doch vorgeprägt weiß. Vom Vater habe ich die Statur des Lebens ernstes Führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren. Urahnherr war der schönsten Hold, das spukt so hin und wieder. Urahnfrau liebte Schmuck und Gold, das zuckt wohl durch die Glieder. Sind nun die Elemente nicht aus dem Komplex zu trennen, was ist denn an dem ganzen Wicht original zu nennen? Goethe verlebt eine behütete Kindheit. Er wird von Privatlehrern unterrichtet, ist ein guter Schüler, wenn auch kein Überflieger, der schon Anzeichen etwaiger Genialität zu erkennen gibt. Das Lernen fällt ihm nicht schwer. Ja, das ganze Leben, von dem er später sagen wird, er möchte von ihm mehr und immer mehr, erscheint ihm als leichte Übung, die insgesamt mehr Lust als Last beschert. Die Neugier aufs Leben, auf seine Gestalten, Abenteuer und Möglichkeiten wird Goethe bis ins hohe Alter begleiten. Sie ist es auch wohl, die ihn auf seine eigene Weise
jung erhält. Goethes Kindheit und Jugend spielt in Frankfurt am Main, das ich freie Reichsstadt nennen darf, was bedeutet, dass die Stadt gewisse Rechte und Eigenständigkeiten für sich beanspruchen kann, auf die sie denn auch gerne pocht. Frankfurt ist Messestadt und pflegt damals wie heute einen Hang zur Weltläufigkeit, die allerdings mit provinziellem Gebaren einhergeht. Goethe hat dies schon früh bemerkt. Frankfurt beengt ihn mehr, als dass es ihn frei macht. Und schließlich spricht er von seiner Heimatstadt nur noch als dem Nest. Zumindest intern waltet im Wohnhaus der Goethes am Großen Hirschgraben eine Zeit lang die Großzügigkeit. Der kaiserliche Rat lässt das Haus aus- und umbauen, indem danach alle Familienmitglieder, vor allem er selbst, mehr Platz haben und sich in eigene Zimmer zurückziehen können. Auch der Sohn weiß diese Rückzugsmöglichkeiten zu schätzen. Gern schaut er von erhöhter Stelle aus über das verwinkelte Frankfurt hinweg. Die Hinterseite des Hauses hatte, besonders aus dem oberen Stock, eine sehr angenehme Aussicht über eine beinahe unabsehbare Fläche von Nachbarsgärten, die sich bis an die Stadtmauern verbreiteten. Im zweiten Stock befand sich ein Zimmer, welches man das Gartenzimmer nannte, weil man sich da selbst durch wenige Gewächse vor dem Fenster den Mangel eines Gartens zu ersetzen gesucht hatte. Dort war, wie ich heranwuchs, mein liebster, zwar nicht trauriger, aber doch sehnsüchtiger Aufenthalt. Über jene Gärten hinaus, über Stadtmauern und Wälle, sah man in eine schöne, fruchtbare Ebene. Dort lernte ich Sommerzeit gewöhnlich meine Lektionen, wartete die Gewitter ab und konnte mich an der untergehenden Sonne, gegen welche die Fenster gerade gerichtet waren, nicht satt genug sehen. Da ich aber zu gleicher Zeit die Nachbarn in ihren Gärten wandeln und ihre Blumen besorgen, die Kinder spielen, die Gesellschaften sich ergötzen sah, die Kegelkugeln rollen und die Kegel fallen hörte, so erregte dies frühzeitig in mir ein Gefühl der Einsamkeit und einer daraus entspringenden Sehnsucht, dass dem von der Natur in mich gelegten Ernsten und Ahndungsvollen entsprechend, seinen Einfluss gar bald und in der Folge noch deutlicher zeigte. Keine Kindheit indes kann so behütet sein, als dass sie nicht durch Einwirkungen von außen zu erschüttern wäre. Dies widerfährt dem sechsjährigen Goethe im November des Jahres 1755. Die portugiesische Hauptstadt Lissabon, die damals etwa 250.000 Einwohner zählt, wird von einem gewaltigen Erdbeben heimgesucht und in Trümmer gelegt. Mehr als 60.000 Tote sind zu beklagen. Goethe ist verstört und er versteht buchstäblich die Welt nicht mehr. Die Schreckensmeldungen, die er zu hören bekommt, rufen Zweifel in ihm hervor, die ernst genug sind, um auch im Lebensrückblick des alten Goethe noch ihre Erwähnung zu finden. Eine große, prächtige Residenz wird ungewarnt von dem furchtbarsten Unglück betroffen. Die Erde bebt und schwankt, das Meer braust auf, die Schiffe schlagen zusammen, die Häuser stürzen ein, Kirchen und Türme darüber her, der königliche Palast zum Teil wird vom Meer verschlungen, die geborstene Erde scheint Flammen zu speien. Die unglücklichen Übriggebliebenen sind dem Raube, dem Morde, allen Misshandlungen bloßgestellt, und so behauptet von allen Seiten die Natur ihre schrankenlose Willkür. Der Knabe, der dieses vernehmen musste, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubensartikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Vergebens suchte das junge Gemüt, sich gegen diese Eindrücke herzustellen, welches überhaupt um so weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten. Nicht nur durch Naturkatastrophen und Schicksalsschläge lässt sich ein behütetes Menschenleben aufstören, sondern auch durch das oftmals undurchsichtige Wirken der sogenannten großen Politik. Als 1756 der Siebenjährige Krieg ausbricht, als dessen Hauptkontrahenten sich Preußen und Österreich gegenüberstehen, geht mit einem Mal ein Riss durch die Familie Goethe. Der Großvater Textor mitsamt seinem Anhang ist österreichisch gesinnt. Sein Schwiegersohn, der kaiserliche Rat, steht auf Seiten Friedrichs II. Von Preußen.
Die Spannungen, die sich daraus ergeben, nehmen handfeste Züge an. Verdächtigungen werden ausgestreut, Beschimpfungen fliegen hin und her. Kurz, der Familienzusammenhalt wird auf eine harte Probe gestellt. Auch das verwirrt den kleinen Goethe, der mit ansehen muss, dass gefestigte Herzensbindungen hinfällig werden können, wenn Fanatismus und Intoleranz um sich greifen. Wie mir in meinem 6. Jahre nach dem Erdbeben von Lissabon die Güte Gottes einigermaßen verdächtig geworden war, so fing ich nun wegen Friedrichs des Zweiten die Gerechtigkeit des Publikums zu bezweifeln an. Die größten und augenfälligsten Verdienste wurden geschmäht und angefeindet, die höchsten Taten entstellt und verkleinert. Und dies nicht etwa vom Pöbel, sondern von vorzüglichen Männern, wofür ich doch meinen Großvater und meine Oheime zu halten hatte. Dass es Parteien geben könne, ja, dass er selbst zu einer Partei gehörte, davon hatte der Knabe keinen Begriff. Bedenke ich es aber jetzt genauer, so finde ich hier den Keim der Nichtachtung, ja der Verachtung des Publikums, die mir eine ganze Zeit meines Lebens anhing. Im Januar 1759 besetzen die mit Österreich verbündeten Franzosen die freie Reichsstadt Frankfurt am Main, die mit einem Male nicht mehr sonderlich frei ist. Die Meinungsverschiedenheiten, die in der Familie Goethe für anhaltende Verstimmung gesorgt haben, muten nun vor dem Hintergrund der grundlegend veränderten Lage eher läppisch an. Und man rückt wieder zusammen. Man muss dies auch im buchstäblichen Sinne des Wortes tun. Denn im goethischen Haus am Großen Hirschgraben quartiert sich der leitende Beamte der französischen Zivilverwaltung ein, ein Graf Thoranc. Er erweist sich sehr zum Missvergnügen des kaiserlichen Rats, der die Franzosen zum Teufel wünscht, als umgänglicher, kunstsinniger und vor allem dem Theater zugewandter Mensch, der zu den Goethe-Kindern Cornelia und Wolfgang ein herzliches Verhältnis entwickelt. Dem jungen Goethe wird in einer politisch schnelllebigen Zeit vor Augen geführt, dass man sehr wohl ordentlich zusammenleben kann, auch wenn man unterschiedlicher Nationalität ist. Er lernt, dass es gerade auch unter misslichen Umständen auf den Einzelnen ankommt, der guten Willens sein sollte, um das Beste aus seiner Situation zu machen. Goethes Vater gelingt dies nicht. Er schleicht mit finsterer Miene durchs eigene Haus, das ihm die Franzosen zweckentfremdet haben. Für seine Kinder jedoch, die allerdings auch vom Charme ihrer Kindlichkeit profitieren, wird die französische Besatzungszeit, die fast 2,5 Jahre dauert, zu einem willkommenen Abenteuer, dem sie vor allem die Bekanntschaft mit diversen Theatergruppen verdanken, die Graf Thoranc in die Stadt holt. Goethes Liebe zum Theater, die in seinen Weimarer Jahren später auf manch harte Probe gestellt wird, erwächst aus diesen frühen Frankfurter Erfahrungen. Im Frühjahr 1764 hält noch einmal die große Politik Einzug in Frankfurt. Und sie feiert sich dabei selbst mit einem mächtig aufgeblasenen Festakt, an dessen Ende Joseph II. Zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation gewählt wird. Was sich weitaus bedeutender anhört, als es ist. Das Heilige Römische Reich nämlich ist weder besonders heilig noch römisch, und die deutsche Nation, zerfallen in aberwitzig viele Klein- und Kleinststaaten, besteht nur auf dem Papier. So dient die Kaiserkrönung denn auch vorwiegend als Spektakel und als Volksbelustigung. Der junge Goethe, inzwischen zu einem schmucken Bürschchen von 15 Jahren herangewachsen, hat, zumindest behauptet er das von sich, bereits erste Liebeserfahrungen getätigt, die ihn mehr umtreiben als das hochoffizielle Geschehen. Seine Favoritin ist ein gewisses Gretchen, mit dem er sich am Abend nach den Krönungsfeierlichkeiten unter die Leute mischt. Schon leuchtete die Stadt an allen Ecken und Enden. Ich reichte Gretchen den Arm. Wir zogen von einem Quartier zum anderen und befanden uns zusammen sehr glücklich. Vor den Häusern einiger Gesandter, wo man prächtige Illuminationen angebracht hatte, war es so hell, wie es am Tage nur sein kann. Um nicht erkannt zu werden, hatte ich mich einigermaßen vermummt und Gretchen fand es nicht übel. Zwischen den Bäumen standen Lichtpyramiden und Kugeln auf durchscheinenden Piedestalen. Von einem Baum zum anderen zogen sich leuchtende Girlanden, an welchen Hängeleuchter schwebten.
An mehreren Orten verteilte man Brot und Würste unter das Volk und ließ es an Wein nicht fehlen. Ein solches Bedürfnis fühlten wir denn zuletzt auch, fanden ein ganz artig eingerichtetes Speisehaus und da wir keine Gäste weiter antrafen, in dem alles auf den Straßen umherzog, ließen wir es uns umso wohler sein und verbrachten den größten Teil der Nacht im Gefühl von Freundschaft, Liebe und Neigung auf das Heiterste und Glücklichste. Als ich Gretchen bis an ihre Tür begleitet hatte, küsste sie mich auf die Stirn. Es war das erste und letzte Mal, dass sie mir diese Gunst erwies. Denn leider sollte ich sie nicht wiedersehen. Der Abschied von Gretchen hat, im Nachhinein betrachtet, symbolische Bedeutung. Er verweist auf einen anderen Abschied, der Goethe bevorsteht. Er wird Frankfurt verlassen. Denn mit 16 Jahren darf er zur Universität, hat also das erreicht, was wir heute vornehm als Hochschulreife bezeichnen. Der kaiserliche Rat möchte, dass sein Sohn Karriere macht. Er soll studieren, möglichst die Rechtswissenschaft, und anschließend als Jurist erfolgreicher, vor allem einflussreicher sein als der Vater. Der junge Goethe kann sich für die Jurisprudenz nicht erwärmen. Er möchte Altertumswissenschaft in Göttingen studieren, während der Vater längst Leipzig als Studienort ausgewählt hat. Der Sohn zeigt sich zunächst als folgsamer Sohn. Er wird nach Leipzig gehen, wobei ihm die Stadt eigentlich egal ist. Er möchte weg, nur weg aus Frankfurt, das ihm inzwischen, wie gehört, als enges Nest erscheint. Von der Stadt also fällt ihm der Abschied nicht schwer, wohl aber von seiner Schwester Cornelia, die ihm über die Jahre hinweg Vertraute und Freundin gewesen ist. Cornelia hat ihren Bruder immer bewundert. Sie ist seine Zuhörerin gewesen, wenn es ihn drängte, aus seinen frühen poetischen Werken vorzulesen, und sie wurde ins Vertrauen gezogen, als es daran geht, sich mit den Mädchen der Stadt ins Benehmen zu setzen. Ihr eigenes Liebesleben ist unglücklich, und daran wird sich bis an ihr frühes Lebensende im Jahre 1777 nicht viel ändern. Sie heiratet einen gemeinsamen Freund der Goethes, den Juristen Schlosser, der zwar Karriere, seine Frau aber nicht glücklich machen kann. Tief im Herzen fühlt Cornelia wohl, dass es für die Liebe zu ihrem Bruder keinen gleichwertigen Ersatz gibt. Und das lässt ihr nicht viel Raum, um einen eigenen Lebensentwurf zu finden. In seinem Altersrückblick hat Goethe die Schwester beschrieben. Das Porträt, das er von ihr zeichnet, ist indes weniger schmeichelhaft ausgefallen, als man vermuten durfte. Sie war groß, wohl und zart gebaut und hatte etwas natürlich Würdiges in ihrem Betragen, das in eine angenehme Weichheit zerfloß. Die Züge ihres Gesichts, weder bedeutend noch schön, sprachen von einem Wesen, das weder mit sich einig war noch werden konnte. Sie empfand es früh, und dies Gefühl ward immer peinlicher, je mehr sie in die Jahre trat, wo beide Geschlechter eine unschuldige Freude empfinden, sich wechselseitig angenehm zu werden. Meine Schwester hatte eine so entschiedene Anlage zum Verstand, dass sie unmöglich blind und albern sein konnte. Sie wusste vielmehr, vielleicht deutlicher als billig, dass sie hinter ihren Gespielinnen an äußerer Schönheit sehr weit zurückstehe, ohne zu ihrem Troste zu fühlen, dass sie ihnen an inneren Vorzügen unendlich überlegen sei. Der Fall war eigen genug, so wie Vertraute, denen man ein Liebesverständnis offenbart, durch aufrichtige Teilnahme wirklich Mitliebende werden, ja zu Rivalen heranwachsen und die Neigung zuletzt wohl auf sich selbst hinziehen, so war es mit uns Geschwistern. Denn indem mein Verhältnis zu Gretchen zerriss, tröstete mich meine Schwester um desto ernstlicher, als sie heimlich die Zufriedenheit empfand, eine Nebenbuhlerin losgeworden zu sein. Und so musste auch ich mit einer gewissen Halbschadenfreude empfinden, wenn sie mir Gerechtigkeit widerfahren ließ, dass ich der Einzige sei, der sie wahrhaft liebe, sie kenne und sie verehre. Goethe selbst ist mit seinem Aussehen zufrieden. Er glaubt zu wissen, dass ihm ein gewisser Charme zu eigen ist und die Mädchen ihn durchaus mögen. Mit diesem Selbstbewusstsein versehen, trifft er am 3. Oktober 1765 in Leipzig ein. Finanziell muss er sich keine Sorgen machen. Der Vater hat ihn mit einem soliden Wechsel ausgestattet, der es ihm erlaubt, anständig zu wohnen, ordentlich zu essen und sich vor allem auch das eine oder andere Fläschchen Wein leisten zu können.
Im Vergleich zu Frankfurt erscheint ihm Leipzig weiträumig und weltoffen. Er atmet auf. Allerdings hält seine gute Laune nicht lange vor. Die juristischen Vorlesungen erweisen sich als Tortur, und die in Leipzig lehrenden Literaturgrößen Gellert und Gottsched kann er beim besten Willen nicht ernst nehmen. Der Fabeldichter Gellert, ein spuchtiges Männchen, frömmelt mehr, als dass er dichtet. Und sein Kollege Gottsched, äußerlich ein Hühne von Mann, spricht merkwürdig zahnlos und nuschelig vor sich hin. Nein, von diesen Herren kann er nichts lernen. Und er sieht sich, nicht zum letzten Mal, auf sich selbst zurückgeworfen. Er nimmt Zeichen- und Malunterricht, er rafft sich zu poetischen Gelegenheitsarbeiten auf, die zuweilen und durchaus überraschend noch mit Bildern aufwarten, in denen man bereits die konzentrierte Kunstfertigkeit des späten Goethe zu ahnen meint. An Luna. Schwester von dem ersten Licht, Bild der Zärtlichkeit in Trauer. Nebel schwimmt mit Silberschauer um dein reizendes Gesicht. Deines leisen Fußes Lauf weckt aus tagverschlossenen Höhlen traurig abgeschiedene Seelen, mich und Nächtgevögel auf. Forschend übersieht dein Blick eine groß gemessene Weite. Natürlich gibt es auch Liebschaften in Leipzig. Allem voran eine gewisse Anna Katharina, genannt Käthchen Schönkopf, Gastwirtstochter, der Goethe so lange schöne Augen macht, bis er, zumindest vorübergehend, erhört wird. Er ist zufrieden mit sich selbst und mit seiner Wirkung auf die Frauen. Dann aber stellt er sich einigermaßen dumm an. Er hebt ungerechtfertigte Besitzansprüche, plagt das arme Käthchen, die von eher schlichtem Gemüt ist, mit grundlosen Eifersuchtsanfällen. Es kommt zum Bruch. Aber man trennt sich immerhin in Freundschaft. Überhaupt scheint die Leipziger Zeit für Goethe ein Wechselbad der Gefühle bedeutet zu haben. Hochstimmungen und Depressionen lösen einander ab. Er weiß nicht recht, woran er ist, im beruflichen wie im privaten Bereich. Was er in Leipzig jedoch lernt, zumindest sagt ihm dies der eigene Lebensrückblick, ist die Kunst, sich nicht in unnütze Grübeleien zu verlieren, sondern auf konkrete Fragen möglichst konkrete Antworten zu suchen. Goethe entwickelt eine produktive Ader, die zunächst durchaus zweckgebunden ist. Er malt, um sich im Malen zu üben. Er dichtet, weil dies eine Möglichkeit ist, seine Erlebnisse und Beobachtungen für sich zu verarbeiten. Und so begann diejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte. Nämlich dasjenige, was mich erfreute oder quälte oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußeren Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deshalb zu beruhigen. Die Gabe hierzu war wohl niemandem nötiger als mir, den seine Natur immerfort aus einem Extrem in das andere warf. Alles, was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Konfession. Goethe lebt nicht gerade gesund in Leipzig. Er trinkt viel Kaffee und schweres Merseburger Bier, was sich ihm, wie er meint, lähmend aufs Gemüt schlägt. Ende Juli 1768 wird er krank. Und zwar heftig. Eine Lungenblutung überrascht ihn im Schlaf, und nur dem schnellen Eingreifen eines benachbarten Arztes ist es zu verdanken, dass er mit dem Leben davonkommt. Von nun an ist er empfindlicher, was Krankheiten angeht. Ja, er schreibt sich selbst gewisse hypochondrische Züge zu, die ihn angeblich nie mehr verlassen hätten. Er kehrt nach Frankfurt zurück, wo er am 1. September eintrifft. Der kaiserliche Rat, der ihn in Empfang nimmt, ist entsetzt. Der Sohn sieht aus wie ein Gespenst, ist hohlwangig, blass, erfiebert im Stehen. Ihm wird Bettruhe verordnet. Die Schwester freut sich, den geliebten Bruder wiederzuhaben. Auch die Mutter ist froh. Vater Goethe hingegen macht sich ernstliche Sorgen, die allerdings weniger der angeschlagenen Gesundheit als dem ins Stocken geratenen Karrieregang seines Sohnes gelten. Dessen vielfältige Interessen, die auch noch vom Krankenbett aus verfolgt werden, beäugt der kaiserliche Rat mit Misstrauen. Er hätte es lieber, wenn der Sohn sich auf die Lektüre juristischer Fachbücher konzentriert hätte,
anstatt sich auf alle möglichen Wissensgebiete zu werfen. Ein paar Monate lang sieht sich Goethe Junior sogar als Philosoph, was allerdings nicht lange durchgehalten wird. Später in Weimar etwa, als er die Höhen seines Ruhmes erreicht hat, pflegt Goethe ein eher skeptisches Verhältnis zur Philosophie, besonders zu deren akademischen Varianten, die ihm oft genug zu sinnenfern und zu lebensabgehoben erscheinen. In Frankfurt jedoch, wo er sich nur langsam wieder erholt, versteht er sich als philosophischen Selbstdenker, der keineswegs unentwegt studieren muss, um das Wesentliche begreifen zu können. Meine gegenwärtige Lebensart ist der Philosophie gewidmet. Eingesperrt, allein, Zirkel, Papier, Feder und Tinte und zwei Bücher, mein ganzes Rüstzeug. Und auf diesem einfachen Wege komme ich in der Erkenntnis der Wahrheit oft so weit und weiter als andere mit ihrer Bibliothekarwissenschaft. Ein großer Gelehrter ist selten ein großer Philosoph. Und wer mit Mühe viele Bücher durchblättert hat, verachtet das leichte, einfältige Buch der Natur. Und es ist doch nichts wahr, als was einfältig ist. Cornelia Goethe hofft, dass der Bruder nun auf immer an ihrer Seite bleibt. Dass diese Hoffnung sich nicht erfüllen kann, ist ihr im Grunde klar. Dennoch tut sie ihr Möglichstes, ihn von den Vorzügen des Frankfurter Lebens zu überzeugen. Das aber ist schwierig, denn welche Vorzüge hat Frankfurt tatsächlich zu bieten? Goethe weiß keine zu nennen. Sogar als bettlägeriger Rekonvaleszent glaubt er, die Enge und Beschränktheit der Frankfurter Lebensverhältnisse zu spüren, vor denen er seinerzeit nach Leipzig geflohen ist. Ja, er hat sich damals auf die Flucht begeben. So sieht er es mittlerweile. Er ist zum Flüchtling geworden, der in einer anderen Stadt und vor allem in diversen Studienfächern seine Zuflucht suchte und nicht fand. Dies wird sich erst ändern können, wenn er zur Ruhe kommt und für sich selbst die innere Gehetztheit ablegen kann, die ihn bislang umgetrieben hat. In Frankfurt als kränkender, wenngleich selbstbewusster Philosoph ist er dabei, ruhiger zu werden, wobei er längst weiß, dass er den begonnenen Weg anderswo fortsetzen muss. Er legt sich, wenn man so will, ein dickeres Fell zu, ignoriert die Missmutigkeit des kaiserlichen Rats, von der er weiß, dass sie in erster Linie ihm gilt, er übergeht die Munterkeit seiner Mutter, er gibt sich Mühe, der traurigen Anhänglichkeit seiner Schwester nicht allzu viel Bedeutung beizumessen. Im Frühjahr 1770 ist Goethe wiederhergestellt und er plant den Aufbruch zu neuen Taten. Niemand kann ihn mehr halten, die Schwester nicht, auch nicht die Mutter und schon gar nicht der kaiserliche Rat, der ihm zuletzt gehörig auf die Nerven gegangen ist. Immerhin hat der Vater ihm die Zusage entlocken können, dass er sein abgebrochenes Studium wieder aufnehmen und, möglichst mit Erfolg, zu Ende bringen wird. Goethes Ziel ist Straßburg. Und er glaubt zu wissen, dass ihm dort der lang ersehnte und in seinen Träumen schon eingespielte Neubeginn gelingen kann. Folge 2. Herz, mein Herz, was soll das geben? Im April 1770 trifft Goethe in Straßburg ein. Goethe atmet auf. Er fühlt sich wie jemand, der in einem komfortablen Gefängnis gehalten wurde, bewacht von den wohlmeinendsten Leuten und nun endlich hinaus kann ins Freie. Er hat keine konkreten Pläne. Natürlich will er dem Vater zuliebe studieren und auch mit einem respektablen Ergebnis zum Ende kommen. Dass dies aber auf dem Felde der Rechtswissenschaft zu geschehen hat, erfüllt ihn mit latentem Unbehagen. Es gibt doch so viel anderes, was zu studieren sich lohnt. So genießt er zunächst einmal nur das Gefühl, sein eigener Herr zu sein und eine Zukunft zu haben, an die er die günstigsten Erwartungen richtet. Ja, er ist guter Dinge. Und die Zeichen, glaubt er, sprechen für ihn. Ein solcher frischer Anblick in ein neues Land, in welchem wir uns eine Zeit lang aufhalten sollen, hat noch das eigene, so angenehme wie ahndungsvolle, dass das Ganze wie eine unbeschriebene Tafel vor uns liegt.
noch sind keine Leiden und Freuden, die sich auf uns beziehen, darauf verzeichnet. Diese heitere, bunte, belebte Fläche ist noch stumm für uns. Das Auge haftet nur an den Gegenständen, insofern sie an und für sich bedeutend sind. Und noch haben weder Neigung noch Leidenschaft, diese oder jene Stelle besonders herauszuheben. Straßburg hat damals an die 50.000 Einwohner und wird von Franzosen und Deutschen gleichermaßen geprägt. Zwar gehört die Stadt seit 90 Jahren zu Frankreich, aber noch immer wohnen dort viele Deutsche, die ihren eigenen Lebensstil pflegen, der von den Franzosen respektiert wird. Leben und leben lassen ist die Devise, der man in Straßburg und im umliegenden Elsass folgt. Goethe bezieht eine Wohnung am Straßburger Fischmarkt. Er befindet sich dort mitten in der Innenstadt und hat das Leben um sich. Seinen Mittagstisch nimmt er mit anderen Studenten bei den Schwestern Laut in der Knoblochgasse ein. Dabei geht es hoch her. Man diskutiert, räsoniert und prahlt. Man bevorzugt jene Flüssignahrung, die durch alle Lebenslagen hilft, den guten elsässischen Wein. Unter diesen Umständen fällt es schwer, sich mit der Jurisprudenz zu befassen. Nur gut, dass der kaiserliche Rat weit weg ist und keine Gelegenheit hat, dem Treiben seines Sohnes zuzuschauen. Man kann jedoch nicht sagen, dass der Student Goethe untätig wäre. Im Gegenteil. Er hört pro forma die eine oder andere juristische Vorlesung, er beschäftigt sich mit Anatomie und Medizin, er betreibt kunstgeschichtliche und historische Studien, er entdeckt die Faszination, die von einem gewaltigen Bauwerk wie dem Straßburger Münster ausgeht. Mit der Poesie kommt er nicht entscheidend voran. Was sich erst ändert, als er den Dichter und Theologen Johann Gottfried Herder kennenlernt, der, obwohl nur 5 Jahre älter als Goethe, bereits zu den berühmteren der literarischen Zunft zählt. In Leipzig hatte ich mir eher ein enges und abgezirkeltes Wesen angewöhnt. Meine allgemeinen Kenntnisse der deutschen Literatur konnten durch meinen Frankfurter Zustand nicht erweitert werden. Und was seit einigen Jahren in der weiten literarischen Welt vorgegangen, war mir meistens fremd geblieben. Nun wurde ich auf einmal durch Herder mit allem neuen Streben und mit allen den Richtungen bekannt, welche dasselbe zu nehmen schien. Ich ward mit der Poesie von einer ganz anderen Seite, in einem anderen Sinne bekannt als bisher, und zwar in einem solchen, dass die Dichtkunst überhaupt eine Welt- und Völkergabe sei, nicht ein Privaterbteil einiger feiner gebildeter Männer. Was die Fülle dieser wenigen Wochen betrifft, welche wir zusammenlebten, kann ich wohl sagen, dass ich dadurch in die glückliche Lage geriet, alles, was ich bisher gedacht, gelernt, mir zugeeignet hatte, zu komplettieren, an ein Höheres anzuknüpfen, zu erweitern. In Straßburg wird dem Dichter Goethe, der ja noch ein Anfänger ist, auf die Sprünge geholfen. Er spielt seine Möglichkeiten aus, er stellt sich selbst auf den Prüfstand. Überhaupt betreibt er nun seine eigene Selbstentdeckung, die er in der Folgezeit auf für ihn typische Weise immer mehr perfektionieren wird. Nicht um den mal besorgten, mal selbstverliebten Blick in das eigene Seeleninnere geht es ihm, sondern um die Aneignung von Welt, deren Gegenstände, Gestalten und Momente er so wissbegierig in sich aufnimmt, dass sie Bestandteil seiner selbst werden und in veränderter, das heißt von ihm selbst geprägter Form wieder zum Vorschein kommen. Die dazugehörige Weltsicht, die er entwickelt, ist realistisch und schöpferisch zugleich. Sie setzt voraus, dass man seine Zufriedenheit im Leben vor allem durch unermüdliches Tätigsein, nicht aber durch fruchtloses und auf sich selbst fixiertes Grübeln erlangt. Einem Frankfurter Freund, der von ihm Tipps für ein erfolgreiches Studieren erbittet, schreibt Goethe im August 1770: »Lassen Sie uns unser Tagwerk verrichten und den Alten nicht in das Handwerk pfuschen. Die Sachen anzusehen, so gut wir können, sie in unser Gedächtnis schreiben, aufmerksam zu sein und keinen Tag ohne etwas zu sammeln vorbeigehen lassen, dann jenen Wissenschaften obliegen, die dem Geist eine gewisse Richte geben, Dinge zu vergleichen, jedes an seinen Platz zu stellen, jeden Wert zu bestimmen, das ist's, was wir jetzt so zu tun haben. Dabei müssen wir nichts sein, sondern alles werden wollen und besonders nicht öfter stille stehen, als die Notdurft eines müden Geistes und Körpers erfordert.
Zur Selbstfindung Goethes trägt in Straßburg auch die Liebe bei. Friederike Briand heißt sein Schwarm, ist Pfarrerstochter und lebt im elsässischen Sesenheim, einem Dorf in der Nähe. Dort wird Goethe, der sich verkleidet hat und unter anderem Namen vorstellig wird, herzlich aufgenommen. Die Familie Briand pflegt ein offenes Haus und man schart gerne Gäste um sich. Friederike ist die jüngere, stillere von zwei attraktiven Schwestern, die Goethe beide gefallen. Er entscheidet sich für Friederike, weil er in ihren Augen noch am ehesten jenen verräterischen Schimmer auszumachen meint, der günstige Rückschlüsse erlaubt. Eine solche vergleichsweise nüchterne Einschätzung emotionaler Chancen und Risiken ist nicht ganz untypisch für ihn. Sein späteres Liebesleben wird davon gekennzeichnet sein, dass er die Gefühle als solche preist. Die Gewissheit, geliebt zu werden, stimmt ihn allerdings behaglicher als das Gefühl, selber zu lieben. Davon spricht auch eines der bekanntesten Goethe-Gedichte, das in Straßburg entstanden ist. Es heißt Willkommen und Abschied und gilt der stillen Friederike. Es schlug mein Herz. Geschwind zu Pferde. Es war getan, fast eh gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche, ein aufgetürmter Riese da, wo Finsternis aus dem Gesträuche mit 100 schwarzen Augen sah. Der Mond vor einem Wolkenhügel sah kläglich aus dem Duft hervor. Die Winde schwangen leise Flügel, umsausten schauerlich mein Ohr. Die Nacht schuf 1000 Ungeheuer, doch frisch und fröhlich war mein Mut. In meinen Adern welches Feuer, in meinem Herzen welche Glut. Dich sah ich. Und die milde Freude floss von dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite und jeder Atemzug für dich. Ein rosenfarbenes Frühlingswetter umgab das liebliche Gesicht. Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter. Ich hofft es, ich verdient es nicht. Doch ach, schon mit der Morgensonne verengt der Abschied mir das Herz. In deinen Küssen, welche Wonne, in deinem Auge, welcher Schmerz. Ich ging, du standst und sahst zu Erden und sahst mir nach mit nassem Blick. Und doch, welch Glück, geliebt zu werden und lieben, Götter, welch ein Glück. Die Abschiedsstimmung, die Goethe in diesem Gedicht beschwört, gilt der Liebe zu Friederike Briand. Aber der Name der Liebe, so zeigt sich später ein ums andere Mal, ist austauschbar. Liebe ist dann am schönsten, wenn sie am Anfang und ganz bei sich selbst ist. Dann liegt ein märchenhafter Glanz auf den Gesichtern der Liebenden und sie sind frei, sind unbeschwert von allen lastenden Erwartungen. Friederike Briand hat in Goethe den Mann gesehen, der ihr die Liebe nicht nur für Tage und Wochen schenkt, sondern für ein ganzes Leben. Da konnte und wollte er nicht mittun. In seine Gefühle mischen sich Ängste, wenn er ins ländlich-sittliche Sesenheim einreitet und im Pfarrhaus der Briands erwartungsfroh in die Arme geschlossen wird. Nein, die Welt ist doch viel größer und sie hat so viel mehr zu bieten, als dass er sich hier und jetzt schon einbinden lassen könnte in einen engen Kreis von Zuneigung und Pflichten. Er macht sich aus dem Staube. Man hat Goethe, über den ja unendlich viel geschrieben worden ist, ohne dass bislang irgendjemand den Schlüssel zu seiner Person gefunden hätte, Liebesunfähigkeit in Tateinheit mit wuchernder Selbstgefälligkeit vorgeworfen. Da mag etwas dran sein. Eine seiner Charaktereigenschaften und in diesem Zusammenhang nicht die unwichtigste, ist seine innere Unruhe gewesen, die ihn davon abhielt, sich wirklich glücklich zu schätzen. Im Innenraum seiner Gefühle gab es letztendlich kein Genügen. Zu jedem Glückszustand, in den er geriet, dachte er sich Steigerungen aus.
In einem Brief, den der verliebte Goethe im Sommer 1771 aus Sesenheim schreibt, lässt er anklingen, wie schwer es für ihn ist, zufrieden zu sein. Der Zustand meines Herzens ist sonderbar, und meine Gesundheit schwankt wie gewöhnlich durch die Welt, die so schön ist, als ich sie lange nicht gesehen habe. Die angenehmste Gegend, Leute, die mich lieben, ein Zirkel von Freuden. Sind nicht die Träume deiner Kindheit alle erfüllt, frage ich mich manchmal, wenn sich mein Auge in diesem Horizont von Glückseligkeiten herumweidet. Sind das nicht die Feengärten, nach denen du dich sehntest? Sie sind's. Sie sind's. Ich fühle es, lieber Freund, und fühle, dass man um kein Haar glücklicher ist, wenn man erlangte, was man wünschte. Die Zugabe. Die Zugabe, die uns das Schicksal zu jeder Glückseligkeit dreinwiegt. Lieber Freund, es gehört viel Mut dazu, in der Welt nicht missmutig zu werden. Immerhin gelingt es ihm, sein Studium abzuschließen. Zwar reicht es nicht ganz zum Doktor Juris, aber dafür wird er zum Lizenziaten der Rechte ernannt. Ein Titel, der damals zumindest in deutschen Landen ähnlich gut angesehen ist. Goethe kehrt nach Frankfurt zurück. Sein Vater ist in Maßen froh, ihn wiederzuhaben. Die eine oder andere Spitze in Richtung des so knapp verpassten Doktorgrades muss er loswerden, was der Sohn jedoch souverän überhört. Er erhält eine Zulassung als Rechtsanwalt am Frankfurter Schöffengericht und führt in der Folgezeit einige Prozesse, bei denen er nicht etwa durch geschickte Verhandlungsführung auffällt, sondern eher durch wortreiche Beiträge, deren tieferer Sinn den Zuhörern nicht immer klar wird. Goethe Junior wirkt unkonzentriert und lustlos. Man merkt nur allzu deutlich, dass ihm der Kopf nach anderen Dingen steht. Poetische Planspiele treiben ihn um, und zwar so intensiv, dass er gar nicht weiß, wo er zuerst anfangen soll. Er steckt voller Ideen. Außerdem klingt die Straßburger Zeit in ihm nach, im Besonderen die Liebe zu Friederike, die er selbst auf so befremdliche Weise beendet hat. Er schreibt ihr aus Frankfurt, versucht sein Verhalten zu erklären, was ihm jedoch gründlich misslingt. Die Antwort Friederikens auf einen schriftlichen Abschied zerriss mir das Herz. Ich fühlte nun erst den Verlust, den sie erlitt, und sah keine Möglichkeit, ihn zu ersetzen, ja nur ihn zu lindern. Sie war mir ganz gegenwärtig. Stets empfand ich, dass sie mir fehlte, und was das Schlimmste war, ich konnte mir mein eigenes Unglück nicht verzeihen. Hier war ich zum ersten Mal schuldig. Ich hatte das schönste Herz in seinem tiefsten verwundet. Und so war die Epoche einer düsteren Reue bei dem Mangel einer gewohnten, erquicklichen Liebe höchst peinlich. Ja, unerträglich. Um auf andere Gedanken zu kommen, wird er nun tatsächlich zum Dichter. Unter den vielen literarischen Projekten, die ihn umtreiben, erweist sich eine Idee als geradezu unwiderstehlich. Und so schreibt er in knappen 6 Wochen sein erstes Theaterstück, den Götz von Berlichingen. Sein Held, ein altfränkischer Ritter, von dem wir vor allem ein bestimmtes Zitat in Erinnerung behalten haben, ist ein Querkopf, eher rückwärts als vorwärts gewandt, aber er versteht zu kämpfen und lässt sich nicht unterkriegen. So einen Kerl wollte man damals sehen. Und dass der Götz eine Kunstfigur ist, macht seine Wirkung nur noch größer. Der Götz, der Ende 1771 fertiggestellt ist, macht Goethe in Fachkreisen bekannt. Er glaubt nun endgültig zu wissen, dass er ein Dichter werden muss und nichts anderes. Seinem Ruf als Junggenie entspricht er auch durch sein äußeres Gebaren. Es macht ihm einen Heidenspaß, unkonventionell zu sein. Ich gewöhnte mich, auf der Straße zu leben und wie ein Bote zwischen dem Gebirge und dem flachen Lande hin und her zu wandern. Oft ging ich allein oder in Gesellschaft durch meine Vaterstadt, als wenn sie mich nichts anginge, speiste in einem der großen Gasthöfe in der Fahrgasse und zog nach Tische meines Wegs weiter fort. Mehr als jemals war ich gegen offene Welt und freie Natur gerichtet. Unterwegs sang ich mir seltsame Hymnen. Ich sang diesen Halbunsinn leidenschaftlich vor mich hin,
da mich ein schreckliches Wetter unterwegs traf, dem ich entgegengehen musste. Er hat dann jedoch ein Einsehen mit seinem Vater, dem der Lebenswandel seines Sohnes ganz und gar nicht passt. Goethe soll, so die dringliche Empfehlung des kaiserlichen Rats, nach Wetzlar, um dort als Praktikant am sogenannten Reichskammergericht zu wirken. Das Reichskammergericht gilt als höchste Justizbehörde des Deutschen Reichs, mit dem es, wie gesagt, nicht mehr weit her ist. Man überarbeitet sich nicht gerade in Wetzlar. Am Gericht, heißt es, sollen sage und schreibe 16.144 unerledigte Akten lagern. Diesen Bestand etwa abarbeiten zu wollen, erscheint völlig witzlos. Und so vergnügen sich im Besonderen die jüngeren Juristen, die nach Wetzlar geschickt worden sind, mit anderen Dingen. Ein bisschen ist es wie in Straßburg. Man prahlt und trinkt, man ergeht sich in gewagten Prognosen und man hält, dies vor allem, Ausschau nach den Schönen der Stadt. Goethe freundet sich mit dem Gesandtschaftssekretär Johann Christian Kästner aus Hannover an, einem grundsoliden Juristen, bei dem es ordentlich zugehen soll im Leben. Kästner hat eine Verlobte in Wetzlar, Charlotte Buff, die zumeist Lottchen genannt wird. Zu ihr fasst Goethe eine besondere Neigung, in die er sich zu seiner eigenen Überraschung derart hineinzusteigern weiß, dass ihm die Grenzen zwischen erdachter und erlebter Gefühlswelt zusehends verschwimmen. Lottchen sieht sich überfordert, Kästner ist unangenehm berührt, und es kommt zu Spannungen, die sich im Rahmen der gegebenen Konventionen nicht lösen lassen. In dieser Situation besinnt Goethe sich auf seine bewährte Konfliktbewältigungsstrategie. Er macht sich davon, verlässt Wetzlar bei Nacht und Nebel und kehrt auf Umwegen nach Frankfurt zurück. Die unglückliche Liebe, die ihm widerfahren ist, war jedoch keineswegs so unglücklich, dass sie ihn aus der Bahn geworfen hätte. Im Gegenteil. Sie bietet sich ihm nun als literarisches Motiv, als Romanstoff an, den er nur noch gestalten und niederschreiben muss. Der starke Abgang, den er dem Helden seines Romans zumutet, wird ihm durch einen realen Vorfall geliefert, der damals für Aufsehen sorgt. Ein Bekannter aus Wetzlarer Tagen, der Legationssekretär Karl Wilhelm Jerusalem, hatte sich erschossen, weil er die Gattin eines Freundes liebte und keinen anderen Ausweg mehr sah. Jerusalems Tod schüttelte mich aus dem Traum. Und weil ich nicht bloß mit Beschaulichkeit das, was ihm und mir begegnet, betrachtete, sondern das Ähnliche, was mir im Augenblicke selbst widerfuhr, mich in leidenschaftliche Bewegung setzte, so konnte es nicht fehlen, dass ich jener Produktion, die ich eben unternahm, alle die Glut einhauchte, welche keine Unterscheidung zwischen dem Dichterischen und dem Wirklichen zulässt. Ich hatte mich äußerlich völlig isoliert, ja die Besuche meiner Freunde verbeten, und so legte ich auch innerlich alles beiseite, was nicht unmittelbar hierher gehörte. Dagegen fasste ich alles zusammen, was einigen Bezug auf meinen Vorsatz hatte, und wiederholte mir mein nächstes Leben, von dessen Inhalt ich noch keinen dichterischen Gebrauch gemacht hatte. Unter solchen Umständen, nach so langen und vielen geheimen Vorbereitungen, schrieb ich den Werther in 4 Wochen, ohne dass ein Schema des Ganzen oder die Behandlung eines Teils irgend vorher wäre zu Papier gebracht gewesen. Im Herbst 1774 erscheint das Buch »Die Leiden des jungen Werther«, das Goethe, der als Verfasser zunächst gar nicht genannt ist, mit einem Schlag berühmt macht. In der deutschen Literaturgeschichte hat es vorher und nachher nicht mehr einen solchen Erfolg gegeben. Es ist, als ob das Publikum vom politischen Tagesgezänk gelangweilt und erpicht darauf, endlich etwas über die Tiefen und Untiefen der eigenen Innerlichkeit erzählt zu bekommen, auf einen solchen Roman sehnsüchtig gewartet hätte. Werther, der Held des Buches, führt vor, was es heißt, zu viel Gefühl zu haben und zu sehr zu lieben. Er wird überwältigt von der Wirklichkeit, die sich auf ihn legt und ihn einhüllt, in schmerzlicher Schönheit, in traurigstem Glück. Einer wie Werther kann sich nicht auf gewöhnliche Weise in der Welt zurechtfinden. Alles, was er sieht, vibriert in einer Art existenzieller Hochspannung. Und vom Wunder des Lebens wird er in einer Weise überwältigt, die ihn seines inneren Halts beraubt. Wenn das liebe Tal um mich dampft und die hohe Sonne
an der Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht. Und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen. Ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege und fühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde schuf. Das Wehen des Allliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält. Mein Freund, wenn's dann um meine Augen dämmert und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhen, wie die Gestalt einer Geliebten, dann sehne ich mich oft und denke, ach, könntest du das wieder ausdrücken, könntest du dem Papiere das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, dass es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ist, der Spiegel des unendlichen Gottes. Mein Freund, aber ich gehe darüber zugrunde. Ich erliege unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erscheinungen. Werther geht zugrunde, weil er nicht über die seelischen Schutzmechanismen verfügt, die gewöhnliche Sterbliche im Alltag um sich errichten können, um einigermaßen unbeschädigt zu bleiben. Gemessen an der großen Gefühligkeit, die das Buch zuvor durchzieht, wird sein Ende mit fast boshafter Nüchternheit geschildert. Man könnte meinen, dass der Autor selbst genug gehabt hätte von Liebestaumel und überreizter Empfindsamkeit und nun frische Luft hereinlassen muss. Werther stirbt. Sein Anblick ist nicht gerade erhebend. Man fand ihn an der Erde, ohne Rettung. Der Puls schlug. Die Glieder waren alle gelähmt. Über dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen. Das Gehirn war herausgetrieben. Aus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtisch die Tat vollbracht. Dann ist er heruntergesunken, hat sich konvulsivisch um den Stuhl herumgewälzt. Er lag gegen das Fenster, entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen Frack, mit gelber Weste. Tatsächlich hat man Goethe, als die Wogen des Erfolgs allmählich abebbten, gerade den Schluss seines Buches zum Vorwurf gemacht. Wohl auch, weil es Nachahmungstäter gegeben hatte, die in Wertherkleidung ihrem eigenen Leben ein Ende setzten. Selbstmord als Konfliktlösung. Das rief gestrenge Moralisten auf den Plan, die den Autor meinten, maßregeln zu müssen. Goethe konnte dies einigermaßen egal sein. Er war in atemberaubend kurzer Zeit zu einem der bekanntesten Schriftsteller seiner Zeit aufgestiegen. Die Jahre von 1773 bis 1775 sind ungemein produktive Jahre für ihn. Nicht alles, was er aufs Papier bringt, hat Bestand, zumal er sich selbst gegenüber kritisch eingestellt bleibt. Er gewöhnt sich an, seine Schriften von Zeit zu Zeit einer erneuten Prüfung zu unterziehen, die streng ausfällt. Was ihm behagt, behält er. Den Rest wirft er ungerührt, wie es scheint, ja sogar mit einem gewissen Vergnügen, ins Feuer. Goethe bekommt zudem vorgeführt, dass Erfolg attraktiv macht, woran sich übrigens bis auf den heutigen Tag nichts geändert hat. Er gehört nun zur Prominenz. Man besucht ihn, man will ihn sehen und sprechen. Von der Damenwelt wird er umschwärmt. Er registriert es mit Wohlgefallen. Die eine oder andere Liebelei gönnt er sich. Dann aber wird es für ihn, zu seiner eigenen Überraschung, auf einmal ernst mit der Liebe. Er lernt die 16-jährige Frankfurter Bankierstochter Lili Schönemann kennen. Und was zunächst wie einer der üblichen Flirts beginnt, wächst sich zu einer tiefen Leidenschaft aus, an die sich sogar noch der alte Goethe, der ansonsten ein Verdrängungskünstler ist, wehmutsvoll erinnert. Wie sehr ihn diese Leidenschaft umgetrieben, wie sehr er sich gegen sie gewehrt hat, macht ein schönes Gedicht jener Tage deutlich, das den Titel »Neue Liebe, neues Leben« trägt. Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben, ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, weg, warum du dich betrübtest, weg dein Fleiß und deine Ruh. Ach, wie kamst du nur dazu?
Fesselt dich die Jugendblüte, diese liebliche Gestalt? Dieser Blick voll Treu und Güte mit unendlicher Gewalt? Will ich rasch mich ihr entziehen, mich ermannen, ihr entfliehen? Führet mich im Augenblick, ach, mein Weg zu ihr zurück. Und an diesem Zauberfädchen, das sich nicht zerreißen lässt, hält das liebe, lose Mädchen mich so wider Willen fest, muss in ihrem Zauberkreise leben nun auf ihre Weise. Die Veränderung, ach, wie groß, Liebe, Liebe, lass mich los. Die Liebe zu Lilli führt bis zur Verlobung. Dann aber machen sich Gegensätze bemerkbar, die weniger auf Seiten der Liebenden bestehen, als von den dazugehörigen Familien geschürt werden. Goethe, ohnehin ein bindungsscheuer Mensch, ergreift nach bewährtem Muster die Flucht. Mit den dichtenden Brüdern Stolberg, die ihn in Frankfurt besuchen, reist er in die Schweiz. Dort, auf einem hohen Aussichtsberg, der den Blick freigibt bis ins ferne Italien, trifft er für sich eine Entscheidung. Sie fällt gegen die Liebe aus, gegen Lilli, gegen das Bemühen, seine Gefühle in eine bürgerliche Ehe hinüberzuretten und dort in Sicherheit zu bringen. Goethe möchte nach Italien, in das Land seiner Sehnsucht, aber ohne dass er's recht weiß, hat sich bereits eine andere Entscheidung in ihm vorbereitet. Weimar wartet. Sie ist die für ihn bestimmte Stadt, wird sich zum Mittelpunkt einer Welt aufschwingen, die auf immer mit seinem Namen verbunden bleibt. Folge 3: Das tätige Leben. Goethe ist nicht auf direktem Weg nach Weimar gelangt. Man musste ihn zu seinem Glück überreden. Und er selbst nahm dabei ein, zwei Umwege in Kauf. Im Dezember 1774 hatte er den Erbprinzen Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach kennengelernt und einen günstigen Eindruck von dem jungen Mann gewonnen. Karl August, 10 Jahre jünger als Goethe, war dazu ausersehen, schon bald die Amtsgeschäfte von seiner Mutter, der allseits beliebten Herzogin Anna Amalia, zu übernehmen. Zu diesem Zwecke musste er, das wurde in Fürstenkreisen so gehandhabt, mit einer Ehefrau ausgestattet werden, und zwar mit einer standesgemäßen. Die Wahl fiel auf die Prinzessin Luise von Hessen-Darmstadt, eine blasse, gerne ein wenig leidende, ansonsten aber herzensgute Person, die noch weniger für die Ehe reif war als ihr designierter Gatte. Im Herbst 1775 sollte die Hochzeit sein. Auf dem Wege dorthin traf Karl August noch einmal mit Goethe zusammen. Er lud ihn nach Weimar ein und der inzwischen berühmt gewordene Dichter sagte zu. Ihm ist Frankfurt inzwischen schon wieder zu eng geworden. Er will weg. Das hat auch mit seiner Liebe zu Lilli Schönemann zu tun. Zwar ist ihre Verlobung gelöst worden und die Familien Goethe und Schönemann, denen die Verbindung nicht in den Kram passte, sind's zufrieden. Den Liebenden aber, die noch immer Liebende sind, ohne dass sie's nach außen hin wahrhaben wollten, geht die Geschichte nahe. Schon einige Abende war es mir nicht möglich gewesen, zu Hause zu bleiben. In einen großen Mantel gehüllt schlich ich in der Stadt umher, an den Häusern meiner Freunde und Bekannten vorbei, und versäumte nicht, auch an Lillis Fenster zu treten. Sie wohnte im Erdgeschoss eines Eckhauses, die grünen Rouleaux waren niedergelassen. Ich konnte aber recht gut bemerken, dass die Lichter am gewöhnlichen Platze standen. Bald hörte ich sie zum Klavier singen. Es war das Lied »Warum ziehst du mich so unwiderstehlich«, das nicht ganz vor einem Jahr an sie gedichtet ward. Nachdem sie zu Ende gesungen, sah ich an dem Schatten, der auf die Rouleau fiel, dass sie aufgestanden war. Sie ging hin und wieder, aber vergebens suchte ich den Umriss ihres lieblichen Wesens durch das dichte Gewebe zu erhaschen. Nur der feste Vorsatz, mich wegzubegeben, ihr nicht durch meine Gegenwart beschwerlich zu sein, ihr wirklich zu entsagen, und die Vorstellung, was für ein seltsames Aufsehen mein Wiedererscheinen machen müsste, konnte mich entscheiden, die so liebe Nähe zu verlassen.
Der Kammerjunker aber, der Goethe abholen und nach Weimar begleiten soll, kommt nicht. Zunächst glaubt er, es mit einer der üblichen Verzögerungen zu tun zu haben, dann aber wird er misstrauisch. Vielleicht sind Zusagen, die vom Hofe eines Fürsten ergehen, ja doch nicht so viel wert wie das Wort eines normalen Mannes von Ehre. Goethes Vater zum Beispiel, dem der in deutschen Landen regierende Kleinadel schon immer zuwider war, ist dieser Meinung, und zwar ganz entschieden. Ihm passt es überhaupt nicht, dass sein Sohn die Einladung an den Hof nach Weimar angenommen hat, denn dort, glaubt der kaiserliche Rat, kann er nichts anderes werden als ein mit läppischen Privilegien ruhig gestellter Fürstenknecht. So kommt Vater Goethe die Verzögerung durchaus gelegen. Er stichelt. Er redet auf seinen Sohn ein. Wollte der nicht immer schon und viel lieber nach Italien, in das Land seiner großen Sehnsucht? Nun wäre die Gelegenheit dazu. Der kaiserliche Rat erklärt sich bereit, ihm eine solche Italienreise zu spendieren. Goethe kommt ins Grübeln. Ein solches Angebot ist mehr als verführerisch. Schließlich willigt er ein. Er ist ein Freier, dazu noch ein berühmter Mann, und dass die hohen Herrschaften ihn so hängen lassen, ärgert ihn schon. Auf ihre Gunst ist er nicht angewiesen. Und so bricht er am 30. Oktober 1775 nach Italien auf. Unterwegs, er ist schon fast bis nach Heidelberg vorgedrungen, erreicht Goethe die längst überfällige Nachricht aus Weimar. Man erklärt sich. Ein Versehen, ein Missverständnis, eine Verzögerung, für die dringlich um Entschuldigung ersucht wird. Wieder ist Goethe hin und her gerissen. Dann aber kommt ihm das zugute, was man seine Einsichtsfähigkeit in höhere Fügungen nennen kann, die ihn sein Leben lang ausgezeichnet hat. Er interpretiert die spät, aber nicht zu spät an ihn ergangene Botschaft aus Weimar als Wink des Schicksals. Den Ruf, der an ihn ergeht, will und darf er nicht überhören. Und so kehrt er um. Statt nach Italien geht es nach Weimar. Er selbst war sich der hohen Bedeutung dieser Lebensfügung mehr als bewusst. In seinem Tagebuch, das er nach der Abreise aus Frankfurt begann, heißt es dazu: Was das Übrige betrifft, so fragt das liebe, unsichtbare Ding, das mich leitet und schult, nicht, ob und wann ich mag. Ich packte für Norden und ziehe nach Süden, ich sagte zu und komme nicht, ich sagte ab und komme. Frisch also, die Torschließer klimpern vom Bürgermeister weg und er ist tagt und mein Nachbar Schuhflicker seine Werkstätte und Laden öffnet. Fort. Adieu, Mutter. Am Kornmarkt machte der Spenglersjunge rasselnd seinen Laden zurechte, begrüßte die Nachbarsmagd in dem dämmerigen Regen. Es war so was Ahndungsvolles auf den künftigen Tag in dem Gruß. Ach, dachte ich, wär doch... Nein, sagte ich. Es war auch eine Zeit. Wer Gedächtnis hat, sollte niemand beneiden. Lilli, adieu. Lilli, zum zweiten Mal. Das erste Mal schied ich noch hoffnungsvoll, unsere Schicksale zu verbinden. Es hat sich entschieden. Wir müssen unsere Rollen einzeln ausspielen. Mir ist in dem Augenblick weder bange für dich noch für mich, so verworren es aussieht. Am 7. November 1775 trifft Goethe in Weimar ein. Es ist noch früh am Morgen und die Stadt in ein mildtätiges Halbdunkel gehüllt. Ackerwagen rumpeln an ihm vorbei. Auf die mit Schlaglöchern übersäten Straßen machen sich Hühner und Schweine zu schaffen. Weimar im Jahre 1775 ist alles andere als eine eindrucksvolle Metropole. Es zählt knapp 6000 Einwohner, weniger als der Frankfurter Vorort Sachsenhausen. Innerhalb der Grenzen des künstlich zusammengefügten Herzogtums kommen dann noch einmal an die 95.000 Einwohner hinzu, davon mehr als 75% Bauern und Handwerker, der Rest, 23%, wird von Bürgern und knappe 1% vom vergleichsweise mächtigen Adel gestellt. Das Weimarer Stadtbild, sofern man damals von einem solchen überhaupt sprechen kann, wird von der Landwirtschaft bestimmt. Der öffentliche Geruch ist nicht zum Besten. Den Bauern, ohnehin mit die geplagtesten Gestalten im Kleinfürstentum Sachsen-Weimar-Eisenach,
obliegt zusätzlich zu ihren sonstigen zahlreichen Pflichten die Aufgabe, Straßen und Wege instand zu halten, was sie in einer Weise bewerkstelligen, die man im heutigen Sprachgebrauch höflich als Dienst nach Vorschrift umschreiben würde. Auch das Weimarer Schloss, einst ein vergleichsweise stattlicher Anblick, hat sich, nachdem es 1773 ein Opfer der Flammen geworden war, der vordergründigen Tristesse des Ortes angepasst und erinnert nur noch als angekohlte Ruine an seine frühere Herrschaftlichkeit. Goethes erste Eindrücke sind also nicht die allerbesten. Er beschließt, großzügig darüber hinwegzusehen. Was Weimar auszeichnet, lässt sich ohnehin nicht an Äußerlichkeiten festmachen. Unter der Regentschaft der Herzogin Anna Amalia, die Goethe mit tiefem Respekt eine vollkommene Fürstin mit vollkommen menschlichem Sinne genannt hat, ist Weimar zu einer kleinen Metropole der schönen Künste aufgewachsen. Anna Amalia hatte den sogenannten Musenhof begründet, ein hochrangig besetztes Beratergremium, in dem bedeutende Männer mitwirkten, allen voran Christoph Martin Wieland, der nicht nur ein bekannter und einflussreicher Dichter war, sondern sich auch als Erzieher von Anna Amalias Söhnen versuchte. Wieland, dem die zumal in seinen Kreisen recht seltene Gabe der Selbstironie zu eigen ist, wird einer von Goethes ersten und besten Freunden in Weimar. Im September 1775 war Karl August volljährig geworden und hatte die Regierung von seiner Mutter übernommen. Goethe bewahrte ihm, seinem Herzog, eine lebenslange, fast väterlich zu nennende Anhänglichkeit, die auch durch gewisse Unarten, die der Fürst an den Tag legte, etwa seine überzogene Jagdleidenschaft oder seinen Hang zu derbem Amüsement, kaum beeinträchtigt werden konnte. Noch im milden Rückblick des Alters mochte der Dichter seinem obersten Dienstherrn nur gute Seiten abgewinnen. Was weniger gut war, beließ er im Bereich feiner Andeutungen. Er war 18 Jahre alt, als ich nach Weimar kam, aber schon damals zeigten seine Keime und Knospen, was einst der Baum sein würde. Er schloss sich bald auf das Innigste an mich an und nahm an allem, was ich trieb, gründlichen Anteil. Dass ich fast 10 Jahre älter war als er, kam unserem Verhältnis zugute. Er saß ganze Abende bei mir in tiefen Gesprächen über Gegenstände der Kunst und Natur und was sonst allerlei Gutes vorkam. Er war wie ein edler Wein, aber noch in gewaltiger Gärung. Er wusste mit seinen Kräften nicht, wo hinaus, und wir waren oft sehr nahe am Halsbrechen, auf Parforcepferden, über Hecken und Gräben und durch Flüsse, und bergauf, bergein, sich tagelang abarbeiten und dann nachts unter freiem Himmel kampieren, etwa bei einem Feuer im Walde, das war nach seinem Sinne. Ein Herzogtum geerbt zu haben, war ihm nichts, aber hätte er sich eins erringen, erjagen und erstürmen können, das wäre ihm etwas gewesen. Ich leugne nicht, er hat mir anfänglich manche Not und Sorge gemacht, doch seine tüchtige Natur reinigte sich bald und bildete sich bald zum Besten, so dass es eine Freude wurde, mit ihm zu leben und zu wirken. Goethe wird zunächst im Deutschherrenhaus nahe der Weimarer Stadtkirche in der Wohnung des Finanzpräsidenten von Kalb untergebracht. Seine anfängliche Enttäuschung hat er schnell überwunden, und er legt nun eine beeindruckende Umtriebigkeit an den Tag. Ja, man kann sagen, dass er sich unentbehrlich macht. So als sollte Karl August von einer Vielseitigkeit überzeugt werden, die bislang noch keine Gelegenheit bekam, sich am geeigneten Objekt zu beweisen. Anfangs betätigt er sich als Berater, auf dessen Meinung der Herzog, zum Missvergnügen einiger seiner altgedienten Regierungsbeamten, großen Wert zu legen scheint. Das mag auch daran liegen, dass Goethe eine realistische Weltsicht pflegt. Er fühlt sich nicht als Schöngeist, der nur zu Fragen von Kunst und Kultur Gewichtiges äußert, sondern als Mann des tätigen Lebens, dem er nun auch in der Praxis seinen Stempel aufdrücken will. Am 22. November 1775 schreibt er nach Frankfurt: »Wie eine Schlittenfahrt geht mein Leben rasch weg und klingelnd und prominierend auf und ab. Gott weiß, wozu ich noch bestimmt bin, dass ich solche Schulen durchgeführt werde. Diese gibt meinem Leben neuen Schwung, und es wird alles gut werden. Ich kann nichts von meiner Wirtschaft sagen, sie ist zu verwickelt, aber alles geht erwünscht. Wunderlich Aufsehen macht's hier, wie natürlich.«
Was ihn umtreibt, ist anfangs nicht nur von reiner Ernsthaftigkeit gekennzeichnet. Dazu machen ihm einige Dinge einfach zu viel Spaß. Schließlich ist es eine Art gehobenes Räuber- und Gendarmspiel, das er zusammen mit seinem Herzog inszeniert. Man jagt durchs Ländchen, man vergnügt sich. Wobei Karl August, dem seine junge Gattin Luise bekanntlich gleichgültig ist, keine Hemmungen hat, sich mit den Schönen seines Landes einzulassen. Wie es heißt, soll er manch schlichter Landestochter bereits ein uneheliches Kind gemacht haben. Und Goethe, nun ja, auch das kursiert als Gerücht, sei an diesen moralisch verwerflichen Unternehmungen insofern beteiligt gewesen, als er nämlich vor dem Zimmer Wache gehalten habe, in dem der Herzog gerade sein jeweiliges Schäferstündchen abhält. All diese Gerüchte, mögen sie wahr oder unwahr sein, formieren sich zu einem Gesamtgerücht, das anhaltende, auf höchster Ebene praktizierte Liederlichkeit im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach vorführt und schließlich nach draußen dringt, wo es von den Klatsch- und Tratschwilligen der gebildeten Stände nur allzu gern aufgenommen wird. Goethes Lebenswandel indes, mag er nun liederlich sein oder nicht, lässt sich nicht durchhalten. Und so stellt sich ein, was der Dichter in dieser Form noch gar nicht richtig kennengelernt hat, die Pflicht und Notwendigkeit zu arbeiten. Als er das begreift, meint man ihn förmlich aufseufzen zu hören. Regieren, notiert er in seinem Tagebuch. Die Rollen, die er bislang gespielt hat, als herzoglicher Jagdbegleiter und Zechkumpan, als Seelentröster, Liebesberater und väterlicher Freund, wird er zwar weiterhin noch spielen, aber er wird sich dabei mehr Zurückhaltung verordnen. Stattdessen will er sich in die Pflicht nehmen lassen und, nach Maßgabe seiner Möglichkeiten, staatstragend werden, was nichts anderes heißt, als dass er nunmehr der festen Meinung ist, im Dienst einer höheren Sache zu stehen. Am 14. Februar 1776 schreibt er an seine Frankfurter Vertraute Johanna Fahlmer: »Ich richte mich hier ins Leben und das Leben in mich. Ich wollte, ich könnte Ihnen so vom Innersten schreiben, das geht aber nicht. Es laufen so viele Fäden durcheinander, so viele Zweige aus dem Stamme, die sich kreuzen, dass nichts Anschauliches zu sagen ist. Ich werde auch wohl dableiben und meine Rolle so gut spielen, als ich kann, und so lang, als mir's und dem Schicksal beliebt. Wär's auch nur auf ein paar Jahre, ist doch immer besser als das untätige Leben zu Hause, wo ich mit der größten Lust nichts tun kann. Hier habe ich doch ein paar Herzogtümer vor mir. Jetzt bin ich dran, das Land nur kennenzulernen. Das macht mir schon viel Spaß. Und der Herzog kriegt auch dadurch Liebe zur Arbeit. Und weil ich ihn ganz kenne, bin ich über viele Sachen ganz und gar ruhig.« Im Juni 1776 tritt Goethe als geheimer Legationsrat offiziell in den Weimarer Staatsdienst ein. Er bezieht ein Jahresgehalt von 1200 Talern und gehört zum obersten Regierungsgremium, dem sogenannten Geheimen Conseil, in dem neben Goethe und dem Herzog noch der Rat Friedrich Christian Schnaus sowie der leitende Minister von Fritsch sitzen, wobei letzterer als altgedienter Beamter dem Dichter keineswegs wohlgesonnen ist. Fritsch, dem ausgedehnter Grundbesitz in Sachsen zu relativer Unabhängigkeit verholfen hatte, macht seinen Widerstand aktenkundig, indem er festhält, dass er mit der Berufung eines Individuums wie dieses Doktor Goethe, der als Seiteneinsteiger in Politik und Verwaltung keinerlei Qualifikationen vorweisen könne, nicht einverstanden sei und deshalb seinen Rücktritt in Erwägung ziehe. Herzog Karl August reagiert prompt. In einem Antwortschreiben an den Minister, das erstaunlich feinfühlig formuliert ist, heißt es: »Wäre der Doktor Goethe ein Mann eines zweideutigen Charakters, würde ein jeder ihren Entschluss billigen. Goethe aber ist rechtschaffen, von einem außerordentlich guten und fühlbaren Herzen. Nicht allein ich, sondern einsichtsvolle Männer wünschen mir Glück, diesen Mann zu besitzen. Sein Kopf und Genie ist bekannt. Sie werden selbst einsehen, dass ein Mann wie dieser nicht würde, die langweilige und mechanische Arbeit in einem Landeskollegio von unten auf zu dienen, aushalten. Einen Mann von Genie nicht an dem Ort gebrauchen, wo er seine außerordentlichen Talente gebrauchen kann, heißt denselben missbrauchen. Was das Urteil der Welt angeht,
welche missbilligen würde, dass ich den Doktor Goethe in mein wichtigstes Kollegium setze, ohne dass er zuvor Amtmann, Professor, Kammer- und Regierungsrat war. Dieses verändert gar nichts. Die Welt urteilt nach Vorurteil. Ich aber und jeder, der seine Pflicht tun will, arbeitet nicht, um Ruhm zu erlangen, sondern um sich vor Gott und seinem eigenen Gewissen rechtfertigen zu können. Goethe ist fleißig. Die Aufgaben, die er übernimmt, sind alles andere als poetisch. Er arbeitet neue Feuerverhütungsvorschriften aus, er übernimmt die herzogliche Wegebauverwaltung, in der es genug Arbeit gibt, denn Wege und Straßen sind meist in einem saumäßigen Zustand. Passend dazu darf er dann auch noch ein benachbartes Ressort betreuen, die sogenannte Wasserbaukommission, welche die Kanalisation vorantreiben und die erforderlichen Maßnahmen bei Überschwemmungen ergreifen soll. Zwischendurch schickt ihn der Herzog in diplomatischer Mission außer Landes, was Goethe allerdings nur am Anfang als willkommene Abwechslung erscheint, denn er merkt schnell, dass ein Dichter als Diplomat im Ränkespiel der Machthaber nicht viel zu sagen hat. Man hört ihm zu, eher amüsiert als interessiert, und man erkundigt sich herablassend nach seinen weiteren dichterischen Plänen. Damit sprechen die Herrschaften, wie sich nach einer gewissen Zeit zeigen sollte, einen wunden Punkt an. Denn Goethes dichterische Pläne sind zwar vorhanden, aber zum ernsthaften Arbeiten in seinem ureigenen Bereich kommt er kaum noch. Die schönen Künste betreut er als eine Art Kulturbeauftragter, der nebenbei auch das kulturelle Leben Weimars organisiert, das sich nicht immer auf höchstem Niveau zumeist als munteres Treiben in kleinen Zirkeln darbietet. Auf die Schnelle verfasst Goethe einige poetische Gelegenheitsarbeiten, so etwa das Stück »Die Geschwister«, das Singspiel »Lila« und eine dramatische Grille mit dem eindrucksvollen Titel »Der Triumph der Empfindsamkeit«. An die Liebe verschwendet Goethe, von zahlreichen Pflichten eingedeckt, zunächst keine unnützen Gedanken. Das Kapitel »Lili« ist abgeschlossen, ist Erinnerung geworden. Und in Weimar genügt ihm ein wohltuendes Gefühl, das er bereits von Frankfurt her kennt. Die Damenwelt mag ihn, und die Blicke, die er auffängt, weiß er zu interpretieren. Dann aber lernt er die 7 Jahre ältere Hofdame Charlotte von Stein kennen, mit der ihn alsbald eine besondere Beziehung verbindet. Es ist eine andere Form der Liebe als die, die er bislang kennengelernt hat. Sie beginnt zwar in der Gegenwart, schaut aber wie durch geheime Wiedererinnerung mindestens ebenso sehr in die Vergangenheit. Und der Blick voraus, den sie sich gönnt, hat etwas Unpersönliches für sich, so als ginge es in der tiefen wirksamen Form der Liebe letztlich um ein Gefühl, das über die individuelle Existenz und ihre gewöhnliche Dauer hinausgreifen muss. Charlotte von Stein, unglücklich verheiratet mit des Herzogs Stallmeister Josias von Stein, weswegen sie sich auch öfters in ein angestrengtes Kränkeln flüchtet, ist für Goethe Geliebte, Beraterin, mütterliche Freundin und Muse zugleich. In ihrer Gegenwart fühlt er sich auf seltsame Weise geborgen, auch wenn ihn die Kühle der Frau von Stein gelegentlich frösteln lässt. Er hat ihr ein langes und eindrucksvolles Gedicht gewidmet, in dem von dem Schicksalhaften die Rede ist, dass diese Verbindung seiner Meinung nach trägt. Glücklich, den ein leerer Traum beschäftigt. Glücklich, dem die Ahndung eitel wär. Jede Gegenwart und jeder Blick bekräftigt Traum und Ahndung leider uns noch mehr. Sag, was will das Schicksal uns bereiten? Sag, wie band es uns so rein genau? Ach, du warst in abgelebten Zeiten meine Schwester oder meine Frau. Kanntest jeden Zug in meinem Wesen, spätest, wie die reinste Nerve klingt. Konntest mich mit einem Blicke lesen, den so schwer ein sterblich Aug durchdringt. Tropftest Mäßigung dem heißen Blute, richtetest den wilden Irrenlauf. Und in deinen Engelsarmen ruhte die zerstörte Brust sich wieder auf.
hielt es zauberleicht ihn angebunden und vergaukeltest ihm manchen Tag. Man kann sagen, dass die Frau von Stein einen guten Einfluss auf Goethe ausgeübt hat. Zunächst einmal hält sie ihn zur Mäßigung an, bringt ihn, ohne dass er es recht merkt, von manch nachjugendlicher Kraftmeierei weg. Goethe beginnt, über den Tag hinaus zu denken. Er bemüht sich um das Reine, das Bleibende, das vom Innern her Maßgebliche, dem man von ganzem Herzen zuarbeiten muss, um es inmitten schnöder Alltäglichkeit errichten und behaupten zu können. Dieses Bemühen gilt nicht zuletzt für seine Dichtkunst, die er nun langsam wiederentdeckt. Er nimmt sich Zeit für sie, die er vor allem deswegen zu gewinnen vermag, weil er noch disziplinierter arbeitet. Im Jahre 1779 vollendet er in einer Prosafassung sein Theaterstück »Iphigenie auf Tauris«, das den neu gewonnenen Geist seines Bemühens um Sittlichkeit und Seelenstärke zum Ausdruck bringt. Weitere Arbeiten folgen, wobei er sich, auch dies eine Konsequenz der vielfältigen Anforderungen, die an ihn ergehen, oft mit ersten Entwürfen begnügt, deren Ausarbeitung er auf später verschieben muss. So bringt er Planskizzen zu seinem umfangreichen Romanvorhaben Wilhelm Meister zu Papier. Er konzipiert das Theaterstück Torquato Tasso. Er betreibt, was ihn im Übrigen ein Leben lang verfolgt, seine Studien zum Faust, der schließlich seine eigentliche unter Mühen und Verwerfungen zustande gebrachte, unendlich vieldeutige Lebensleistung wird. Und er schreibt, was vom Zeitaufwand her noch die leichteste Aufgabe zu sein scheint, Gedichte. Gedichte von unterwegs, Gedichte aus seinem Refugium, dem Gartenhaus an der Ilm, das ihm der Herzog bereits 1776 vermacht hat und in dem Goethe bis zum Jahre 1782 wohnt. Eines von Goethes stillsten und schönsten Gedichten, überschrieben an den Mond, ist im Gartenhaus an der Ilm entstanden. Füllest wieder Busch und Tal, still mit Nebelglanz. Lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Breitest über mein Gefild lindernd deinen Blick, wie des Freundes Auge mild über mein Geschick. Jeden Nachklang fühlt mein Herz froh und trüber Zeit. Wandle zwischen Freud und Schmerz in der Einsamkeit. Fließe, fließe, lieber Fluss, nimmer werd ich froh. So verrauschte Scherz und Kuss und die Treue so. Ich besaß es doch einmal, was so köstlich ist, dass man doch zu seiner Qual nimmer es vergisst. Rausche, Fluss, das Tal entlang, ohne Rast und Ruh, rausche, flüstre meinem Sang Melodien zu, wenn du in der Winternacht wütend überschwillst oder um die Frühlingspracht junger Knospen quillst. Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält, und mit ihm genießt, was von Menschen nicht gewusst oder nicht bedacht, durch das Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht. Es geht seinen Gang in Weimar. Goethe erfüllt die ihm übertragenen Pflichten, aber der Schwung, der ihn zunächst befördert hat, ist dahin. Er muss sich zwingen. Klagen will er deshalb nicht, allenfalls ergeht er sich einigen wenigen Vertrauten gegenüber in feinen Andeutungen. Er weiß, dass er gebraucht wird. Das allein ist schon ein gutes Gefühl. Manchmal, verstohlen, denkt er sich eine Fluchtfantasie aus. Sie ist so abwegig nicht, und ihre wahre Stunde wird kommen.
Noch aber hat er zu tun. Und das tätige Leben, in dem er steht, hilft ihm dabei, nicht auf dumme Gedanken zu kommen. Folge 4. Kehr ich in mich selbst zurück. Das Weimarer Leben, das Goethe führt, hatte ihm mit der Zeit mehr Pflichten als Freuden gebracht. Auf dem Höhepunkt seiner Wirksamkeit gilt er als des Herzogs Vielzweckwaffe. Er betätigt sich eine Zeit lang als Finanzminister, als Diplomat und Kulturbeauftragter. Er führt als seines Landesherrn oberster Brandschutzexperte einen unermüdlichen Kampf gegen die allgegenwärtigen Gefahren des Feuers. Er lässt Straßen bauen, Kanäle ausheben und verfolgt in immer neuen Anläufen ein Lieblingsprojekt des Herzogs: die Wiederbelebung der stillgelegten Bergwerke von Ilmenau. Schließlich kümmert er sich, ohne dass es der großen Rede wert wäre, um ungezählte Bagatellfälle, deren Regelung er am liebsten diskret betreibt. 1782 wird Goethe geadelt. Er darf sich nun als geheimer Legationsrat, der er schon ist, Johann Wolfgang von Goethe nennen. Aber sein Leben ändert sich dadurch kaum. Es bewegt sich allenfalls noch mehr zum Repräsentativen hin, zum Staatstragenden, und macht ihn nicht glücklicher. Herder, sein kritischer Freund aus Straßburger Tagen, der von Goethe inzwischen als Generalsuperintendent nach Weimar verpflichtet worden war, kommentiert die Karriere seines ehemaligen Schülers, der ihm im Ruhm längst über den Kopf gewachsen ist, mit gewohnter Bissigkeit. Er ist also jetzt wirklicher Geheimer Rat, Kammerpräsident, Präsident des Kriegskollegii, Aufseher des Bauwesens bis zum Wegbau hinunter, Direktor des Bergwerks, dabei auch Direktor de Plaisir, Hofpoet, Verfasser von schönen Festivitäten, Hofopern, Balletts, Redouten, Aufzüge etc., Direktor der Zeichenakademie, in der er den Winter über Vorlesungen gehalten, selbst überall der erste Akteur, Tänzer, kurz das Faktotum des Weimarschen. Und, so Gott will, bald der Majordomus sämtlicher ernestinischer Häuser, bei denen er zur Anbetung umherzieht. Er ist baronisiert, und an seinem Geburtstage wird die Standeserhebung erklärt werden. Er ist aus seinem Garten in die Stadt gezogen und macht jetzt ein adlig Haus. Tatsächlich ist Goethe unter dem Diktat der Repräsentationspflichten, die auf ihn gekommen sind, umgezogen, hat sein lauschiges, sehr privates Domizil an der Ilm verlassen und ein standesgemäßes Haus am Weimarer Frauenplan bezogen. Dort wird er nun des Öfteren auch von Privatleuten heimgesucht, die ihm, zumeist ungebeten, die Aufwartung machen. Goethe, der insgeheim schon die Grenzen seiner äußeren Belastbarkeit erreicht sieht, fühlt sich belästigt. Er versucht, höflich zu sein, was aber nicht recht gelingen will, so dass ihm schon bald der Ruf einer gewissen Unnahbarkeit und Steifheit zuwächst. Ja, es wird ihm allmählich alles zu viel. Und er denkt daran, seine lange gehegten Fluchtfantasien wahrzumachen. Wenn nicht jetzt, wann dann, mag er denken. Aber eine solche Flucht, die ja keine Wochenendunternehmung sein soll, muss gut vorbereitet sein. So übt er sich zunächst noch in Zurückhaltung und getreuer Pflichterfüllung. Nur in seine Briefe fließt ihm die eine oder andere Andeutung mit ein, die für den, der zu lesen versteht, dezente Hinweise liefert, dass ihm die Weimarer Geschäftigkeit allmählich auf die Nerven geht. Das Tagwerk, das mir aufgetragen ist, das mir täglich leichter und schwerer wird, erfordert wachend und träumend meine Gegenwart. Diese Pflicht wird mir täglich teurer, und darin wünsche ich's den größten Menschen gleich zu tun, und in nichts Größerem. Diese Begierde, die Pyramide meines Daseins, deren Basis mir angegeben und gegründet ist, so hoch als möglich in die Luft zu spitzen, überwiegt alles andere und lässt kaum augenblickliches Vergessen zu. Ich darf mich nicht säumen, ich bin schon weit in Jahren vor, und vielleicht bricht mich das Schicksal in der Mitte, und der babylonische Turm bleibt stumpf und unvollendet.
Wenigstens soll man sagen, es war kühn entworfen. Und wenn ich lebe, sollen, will's Gott, die Kräfte bis hinaufreichen. Als Goethe diese Sätze schreibt, ist er gerade mal 31 Jahre alt, und doch hört es sich an, als stünde ihm da, neudeutsch gesprochen, bereits seine erste Midlife-Crisis ins Haus. Tatsächlich hat es das tätige Leben in Weimar mit sich gebracht, dass ihm nun das Gefühl zusetzt, inmitten eines immer stärker anschwellenden Zeitstroms zu stehen, der ihn zwar nicht umwerfen kann, von dem er aber auch nichts Bleibendes, nichts für ihn Wesentliches festzuhalten vermag. So kommt es denn, wie es kommen muss. Am 3. September 1786 bricht er nach Italien auf. Und er tritt damit eine Reise an, die auf seine Freunde und Bekannten wie eine fast abwegig zu nennende Nacht- und Nebelaktion wirken musste. Und tatsächlich hat ihm speziell die Frau von Stein seine Italienreise, die sie sehr richtig als persönliche, auch auf sie gerichtete Flucht deutet, nie verziehen. Er tut alles, um sie versöhnlicher zu stimmen, schickt ihr kunstvolle, mit liebevollen Bemerkungen umrankte Reiseberichte, die das Eis vorübergehend schmelzen lassen. Auf Dauer jedoch lässt sich der Riss, der in ihrem Verhältnis ist, nicht mehr kitten. Goethe leidet darunter nur in Maßen. Seine Flucht erweist sich für ihn als eine Reise ins Glück. Es geht, man darf wohl sagen, ein neues Leben an, wenn man das Ganze mit Augen sieht, das man teilweise in- und auswendig kennt. Alle Träume meiner Jugend sehe ich nun lebendig. Sehe ich nun in Wahrheit, und alles, was ich in Gemälden und Zeichnungen, Kupfern und Holzschnitten, in Gips und Kork schon lange gekannt, steht nun beisammen vor mir. Wohin ich gehe, finde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Welt. Es ist alles, wie ich mir's dachte, und alles neu. Ebenso kann ich von meinen Beobachtungen und meinen Ideen sagen, ich habe keine ganz neuen Gedanken gehabt, nichts ganz fremd gefunden. Aber die alten sind so bestimmt, so lebendig, so zusammenhängend geworden, dass sie für neu gelten können. Tatsächlich werden in Italien Goethes Lebensgeister neu geweckt. Zu seinem Glücksgefühl trägt auch bei, dass er in Italien ein mehr oder weniger Unbekannter ist, was nicht nur damit zu tun hat, dass er nach alter Sitte inkognito reist. Er nennt sich Jan Philipp Möller und gibt sich als Maler aus. Tatsächlich will er in Italien ja auch malen, aber nicht nur das. Erproben möchte er sich in ganzer Fülle, sich gleichsam neu erfinden, mit all seinen künstlerischen Möglichkeiten, die in Weimar ja zuletzt kein rechtes Futter mehr bekommen hatten. Vom 28. September bis 14. Oktober ist er in Venedig. Danach geht es nach Rom, das eigentliche Ziel seiner Wünsche. Dort lebt er in einer deutschen Künstlerkolonie, und es genügt ihm, einer unter vielen zu sein. Der Maler Johann Heinrich Tischbein, der wenig später das bekannteste Bildnis des Dichters Goethe vor den Ruinen der Campagna anfertigt, ist sein Nachbar und wird zum Freund. In einem Brief schreibt er: Goethe kam mir unverhofft hierher, und jetzt wohnt er in meiner Stube neben mir. Ich genieße also von des Morgens bis zur Nacht den Umgang dieses so seltenen, klugen Mannes. Ich habe sein Porträt angefangen und werde es in Lebensgröße machen, wie er auf den Ruinen sitzet und über das Schicksal der menschlichen Werke nachdenket. Sein Gesicht will ich recht genau und wahr nachzeichnen, denn man kann wohl keinen glücklichern und ausdrucksvolleren Kopf sehen. Was mir noch so sehr an ihm freut, ist sein einfaches Leben. Er begehrte von mir ein klein Stübchen, wo er schlafen und ungehindert arbeiten könnte. Ungehindert arbeiten kann Goethe in der Tat. Ihm geht nun leicht von der Hand, was ihm vorher noch schwer fiel oder ganz ins Stocken geraten war. Eigentlich möchte er gar nicht mehr weg aus Rom, aber er weiß natürlich, dass Italien nicht nur aus Rom besteht. So reist er denn vom Februar bis zum Juni 1787 in den Süden. Er sieht Italien, Pompeji, den dampfenden Vesuv. Er setzt nach Sizilien über, wo er beim zufälligen Aufenthalt in einem botanischen Garten auf seine Idee der Urpflanze verfällt, die ihm zu einem Erkenntnismodell für alle Lebensformen wird. Unter diesem Himmel kann man die schönsten Beobachtungen machen.
Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch Pflanzen ins Unendliche erfinden, das heißt, die, wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Notwendigkeit haben. Dasselbe Gesetz wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden lassen. Goethe kehrt nach Rom zurück und bleibt dort bis zum April 1788. Sein zweiter römischer Aufenthalt wird noch produktiver, noch ergiebiger für ihn. Er zeichnet und malt, er vollendet sein Theaterstück Egmont, er schreibt am Torquato Tasso und bringt eine Neufassung der Iphigenie zu Papier. Auch die Liebe stellt sich nun wieder ein, am passenden Ort und zur passenden Zeit. Eine geheimnisvolle Schöne namens Faustina tritt in sein Leben und soll ihm, so wollen es bis auf den heutigen Tag kursierende Legenden, die eigentlichen Kunststücke sinnlicher Leidenschaft beigebracht haben. Goethe sieht sich als gelehriger Schüler. Und das auf nahezu jedem Gebiet. Er ist nun so weit, dass er sich vom Kleinen zum Großen hinaufbewegt, Schritt für Schritt. Seine Sinne, die ihm geschärft wie nie vorkommen, liefern ihm das Material, mit dem er nach neuen Gesichtspunkten umgeht. Nicht mehr der Geniestreich zählt, der blendende Einfall, der Zugriff des kaum zu bändigenden Talents, sondern das Bleibende, das Wesen hinter den Erscheinungen, das Ideale im Realen, das Besondere im Allgemeinen, das gegen die Vergänglichkeit seinen beharrenden Stand in der Zeit finden muss. Nach Weimar schreibt er: Ich lebe nun hier mit aller Klarheit und Ruhe, von der ich lange kein Gefühl hatte. Meine Übung, alle Dinge, wie sie sind, zu sehen und abzulesen, meine Treue, das Auge Licht sein zu lassen, meine völlige Entäußerung von aller Prätension kommen mir recht zustatten und machen mich im Stillen höchst glücklich. Alle Tage ein neuer, merkwürdiger Gegenstand, täglich frische, große, seltsame Bilder und ein Ganzes, das man sich lange denkt und träumt, nie mit der Einbildungskraft erreicht. Kehre ich nun in mich selbst zurück, wie man doch so gern tut bei jeder Gelegenheit, so entdecke ich ein Gefühl, das mich unendlich freut. Ja, das ich sogar auszusprechen wage. Wer sich mit Ernst hier umsieht und Augen hat zu sehen, muss solid werden. Er muss einen Begriff von Solidität fassen, der ihm nie so lebendig ward. Am 18. Juni 1788 kehrt Goethe nach Weimar zurück. Der Abschied von Rom ist ihm schwer gefallen, sehr schwer. Lange hat er überlegt, was zu tun sei. Und letztendlich ist es wohl sein Herzog gewesen, der ihn die Entscheidung für Weimar treffen lässt. Karl August nämlich reagiert ausgesprochen wohlwollend auf einen Brief Goethes, in dem der Dichter um eine Reduzierung seiner zahlreichen Weimarer Pflichten ersucht hatte. Seiner Bitte wird entsprochen. Und Goethe sieht nun die Möglichkeit, wieder mehr Künstler und weniger Staatsmann zu sein. Viel mehr an lockenden Aussichten gibt es allerdings nicht. Und der Empfang, der ihm in Weimar zuteil wird, tut ein Übriges, um die trübe Stimmung, die ihm schon während der Heimreise zu schaffen macht, noch trüber werden zu lassen. Man behandelt ihn kühl oder gar nicht. Von Freude über die Rückkehr eines verlorenen Sohnes ist nichts zu spüren. Die Verbitterung darüber hat Goethe lange zu schaffen gemacht. Fast 30 Jahre später noch notierte er voller Groll: Aus Italien, dem Formreichen, war ich in das gestaltlose Deutschland zurückgewiesen. Heiteren Himmel mit einem düsteren zu vertauschen. Die Freunde, statt mich zu trösten und wieder an sich zu ziehen, brachten mich zur Verzweiflung. Mein Entzücken über entfernteste, kaum bekannte Gegenstände, mein Leiden, meine Klagen über das Verlorene, schien sie zu beleidigen. Ich vermisste jede Teilnahme. Niemand verstand meine Sprache. Eine Zeit lang kommt Goethe sich wie ein Fremder vor, dem man keine Gelegenheit geben will, heimisch zu werden. Die Frau von Stein, zuvor schon geübt, darin Kühle zu zeigen,
gibt sich besonders abweisend. Für ihre Kühle meint sie, neben dem Bekannten, noch einen zusätzlichen Grund ins Feld führen zu können. Goethe nämlich, so als wollte er dem Weimarer Gesellschaftstratsch geradezu mutwillig neuen Gesprächsstoff bieten, hat sich mit einem einfachen Mädchen aus dem Volke, der 16 Jahre jüngeren Christiane Vulpius, eingelassen. Und er macht, zu Frau von Steins Empörung, kein Hehl aus seiner Beziehung. Geduldig hört er sich ihre Vorwürfe an, versucht zu besänftigen. Als das nicht mal ansatzweise gelingt, reagiert er seinerseits ungnädig. Die Art, wie du mich bisher behandelt hast, kann ich nicht erdulden. Wenn ich gesprächig war, hast du mir die Lippen verschlossen. Wenn ich mitteilend war, hast du mich der Gleichgültigkeit. Wenn ich für Freunde tätig war, der Kälte und Nachlässigkeit beschuldigt. Jede meiner Mienen hast du kontrolliert, meine Bewegungen, meine Art zu sein, getadelt. Wo sollte da Vertrauen und Offenheit gedeihen, wenn du mich mit vorsätzlicher Laune von dir stießest? Das Verhältnis Goethes zur Frau von Stein kühlt ab. Das zu seiner kleinen Freundin, wie Christiane in Weimar spöttisch genannt wird, erweist sich als erstaunlich widerstandsfähig. Bald schon leben sie in einer eheähnlichen Gemeinschaft, an die sich notgedrungen auch die Weimarer Klatschbasen gewöhnen müssen. Weihnachten 1789 wird dem Paar der gemeinsame Sohn August geboren, Goethes einziges Kind, das in einer Zeit, da die Kinder früh sterben, zu überleben vermag. Was ihm jedoch, gemessen an der großen Gunst, unter der sein Vater steht, nicht allzu viel Glück einbringt. Die Familie wird für Goethe zu einem Ort der Geborgenheit. Hier fühlt er sich anerkannt und gebraucht. Er hat nun für sich eine Form der Liebe gefunden, die ihm gemäß ist. Sie gewährt, ganz nach Bedarf, Zärtlichkeiten, sie verschont ihn mit übertriebenen Erwartungen und gönnt ihm die Distanz, die er im Umgang mit sich und mit anderen braucht. Eine solche Liebe sollte nicht, wie es geschehen ist, gering geschätzt werden. Sie hat sich zudem in schweren Zeiten, in denen manch romantische Säuselei vorschnell zum Erliegen kam, eindrucksvoll bewiesen. Als Goethe 1792 am Feldzug der monarchistischen Alliierten gegen die französische Revolutionsarmee teilnimmt, schreibt er seiner Christiane aus Verdun: »Ich habe dir schon viele Briefchen geschrieben und weiß nicht, wann sie nach und nach bei dir ankommen werden. Du erfährst wieder, dass ich mich wohl befinde. Du weißt, dass ich dich herzlich lieb habe. Wärst du nur jetzt bei mir. Es sind überall große, breite Betten, und du solltest dich nicht beklagen, wie es manchmal zu Hause geschieht. Ach, mein Liebchen, es ist nichts besser, als beisammen zu sein. Wir wollen es uns immer sagen, wenn wir uns wieder haben. Ich träume oft von dir, allerlei konfuses Zeug, doch immer, dass wir uns lieb haben. Und dabei mag es bleiben.« Die Französische Revolution ist das Ereignis in Europa. Ihr kann sich keiner entziehen. Die bestehende Ordnung sieht sich frontal herausgefordert, und sie nimmt diese Herausforderung, wenn auch mit überwiegender Ratlosigkeit, an. In deutschen intellektuellen Zirkeln erweist sich die Revolution als Prüfstück der jeweiligen Gesinnung. Man ist dafür oder dagegen. Die meisten sind dafür, belassen es jedoch den realen politischen Machtverhältnissen folgend bei rhetorischer und der Vorsicht halber lieber ein wenig schwammig formulierter Zustimmung. Goethe ist da von Anfang an ehrlicher gewesen. Spätestens seitdem er in Weimar amtiert, hat er es gerne ordentlich. Aufruhr und Chaos, von denen er ahnt, dass sie ihm auch in ein wohlgeordnetes Privatleben hineinfuschen, sind ihm zutiefst zuwider. Im Jahre 1824, als längst eine lähmende Beruhigung, ja sogar eine gewisse Rückschrittlichkeit eingekehrt war, hat er sein politisches Credo noch einmal deutlich gemacht. »Es ist wahr. Ich konnte kein Freund der französischen Revolution sein, denn ihre Gräuel standen mir zu nahe und empörten mich täglich und stündlich, während ihre wohltätigen Folgen damals noch nicht zu ersehen waren. Auch konnte ich nicht gleichgültig dabei sein, dass man in Deutschland künstlicherweise ähnliche Szenen herbeizuführen trachtete, die in Frankreich Folge einer großen Notwendigkeit waren.
Ebenso wenig aber war ich ein Freund herrischer Willkür. Auch war ich vollkommen überzeugt, dass irgendeine große Revolution nie Schuld des Volkes ist, sondern die Regierung. Revolutionen sind ganz unmöglich, sobald die Regierungen fortwährend gerecht und fortwährend wach sind, so dass sie ihnen durch zeitgemäße Verbesserungen entgegenkommen und sich nicht so lange sträuben, bis das Notwendige von unten her erzwungen wird. Goethe ist im Grunde ein unpolitischer Mensch gewesen, was hier ohne jeden Tadel gesagt sei. Politik bedeutete für ihn die Kunst, mit Weitblick und, zumindest per Absichtserklärung, zum Wohle aller zu regieren. Wenn dies der Fall ist, wird sich, wie er glaubte, auch das wahre, das geistige, das dem Schönen und Guten gewidmete Leben zu entfalten wissen. Goethe blieb, auch und gerade in der Politik, Realist. Eine Staatsordnung, die mit eingeschränkten Verfassungsrechten passabel funktioniert, war ihm allemal lieber als ein Gemeinwesen, das seinen Bürgern das Paradies auf Erden verspricht, dafür aber im Landesinnern kläglich versagt. Entsprechend lustlos hat er denn auch, besonders in späteren Jahren, seine offiziellen politischen Einsätze absolviert. Den bereits erwähnten Feldzug in Frankreich, der im Übrigen einigermaßen kläglich endet, nutzt er zu privaten Feldstudien. Und als er ein Jahr später an der Belagerung des von Franzosen besetzten Mainz teilnimmt, interessiert er sich dabei vor allem für das Verhalten des Einzelnen im Bannkreis erregter und aufgestachelter Menschenmengen. Er ist froh, wieder unbeschadet nach Hause zu kommen. Dort wartet die Familie auf ihn, die er weniger denn je missen möchte. In Weimar hat er sich mühsam wieder zurechtgefunden. Er konzentriert sich auf seine Arbeiten. Naturwissenschaftliche Studien, denen er größere Bedeutung als seiner Dichtung einräumt, nehmen ihn in Beschlag. Er veröffentlicht unter anderem die Metamorphose der Pflanzen und die Beiträge zur Optik, aus denen später ein besonders opulentes Werk, Goethes umstrittene Farbenlehre, hervorgeht. Er schließt den Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre ab und bringt das Versepos Hermann und Dorothea heraus, das sein zu Lebzeiten populärstes Werk werden sollte, volkstümlicher noch als sein Werther, der bereits zum sagenumwobenen Buch geworden war. Hermann und Dorothea erzählt eine konventionelle Liebesgeschichte, die, überführt in ein bürgerliches Idyll, gefährdet bleibt. Eine damals wie heute erfolgversprechende Konstellation, die auf Anteilnahme der Herzen aus ist und den Leser glauben macht, eine Geschichte aus dem wirklichen Leben vorgeführt zu bekommen. Goethe selbst hat sich dazu mit mildem Spott geäußert. Wenn uns Dichtern wie den Taschenspielern daran gelegen sein müsste, dass niemand die Art, wie ein Kunststückchen hervorgebracht wird, einsehen dürfte, so hätten wir freilich gewonnen Spiel. So wie jeder, der das Publikum zum Besten haben mag, indem er mit dem Strome schwimmt, auf Glück rechnen kann. In Hermann und Dorothea habe ich, was das Material betrifft, den Deutschen einmal ihren Willen getan, und nun sind sie äußerst zufrieden. Ich überlege jetzt, ob man nicht auf eben diesem Wege ein dramatisches Stück schreiben könnte, das auf allen Theatern gespielt werden müsste und das jedermann für vortrefflich erklärte, ohne dass es der Autor dafür hielte. Mit dem Theater hat Goethe nun tagtäglich zu tun. Er amtiert als Weimarer Theaterdirektor. Dabei macht er es seinen Schauspielern nicht leicht. Er legt Wert auf Disziplin und Detailtreue. Übertriebenes mimisches Gebaren kann er nicht leiden. Einen anhaltenden Lichtblick bedeutet für ihn die Freundschaft mit seinem Dichterkollegen Friedrich Schiller. Diese Freundschaft kommt erst mit Verzögerungen zustande. Zwar hatte Goethe dafür gesorgt, dass Schiller als Professor der Geschichte nach Jena berufen wurde, aber daraus ergab sich noch keine engere Beziehung. Zu unterschiedlich waren die beiden Dichter in ihrem Naturell. Hier der Minister Goethe, der sich mit zunehmendem Alter wohl auch aus Selbstschutz ein merkwürdig steifes, unnahbarkeit signalisierendes Gehabe angewöhnte, dort der geradlinige, nie sonderlich diplomatisch auftretende Schiller, dem noch von seinem vielbestaunten Jugendwerk »Die Räuber« der Ruch verdeckter revolutionärer Umtriebigkeit anhaftete.
Dann aber erkannte Goethe Schillers besondere Qualitäten, die nicht zuletzt in einem besonderen, fast genial zu nennenden Einfühlungsvermögen lagen. So gibt es bis auf den heutigen Tag kaum eine treffendere Einschätzung des Dichters und Denkers Goethe als die, die der Dichter und Denker Schiller in einem Brief an den Kollegen Goethe entwirft. Sie suchen das Notwendige der Natur, aber sie suchen es auf dem schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das einzelne Licht zu bekommen. In der Allheit ihrer Erscheinungsarten suchen sie den Erklärungsgrund für das Individuum auf. Von der einfachen Organisation steigen sie Schritt für Schritt zu den mehr Verwickelten hinauf, um endlich die Verwickeltste von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen. Dadurch, dass sie in der Natur gleichsam nacherschaffen, suchen sie in seine verborgene Technik einzudringen. Eine große und wahrhaft heldenmäßige Idee, die zur Genüge zeigt, wie sehr ihr Geist das reiche Ganze seiner Vorstellungen in einer schönen Einheit zusammenhält. Goethe fühlt sich wie kaum je zuvor verstanden. Zwischen ihm und Schiller entsteht eine Freundschaft, die ein Jahrzehnt lang Bestand hat. Was die beiden Dichter verbindet, ist weniger ein Erfahrungsaustausch, der im Umfeld der persönlichen Lebensverhältnisse verbleibt, sondern ein Gespräch, das sich mal sachbezogen, mal visionär über die Zeiten erhebt. Schiller und Goethe lassen die Wirklichkeit hinter sich, besser gesagt unter sich. Sie schwingen sich hoch hinauf, durchmessen den Himmel des Idealen und suchen das Unvergängliche, das der Erscheinungswelt im Wahren zugrunde liegt. Ihre Freundschaft hat indes auch praktisch befeuernde Wirkung. Man inspiriert sich gegenseitig. Schließlich ist es im Wesentlichen Schiller zu verdanken, dass Goethe die Arbeiten an seinem eigentlichen Lebenswerk, dem Faust, wieder aufnimmt. 1799 wird die Freundschaft auch räumlich noch enger gemacht, indem Schiller, der sein Leben lang mit Krankheiten zu kämpfen hat, von Jena nach Weimar übersiedelt. Als er Anfang Mai 1805 viel zu früh stirbt, bricht für Goethe eine Welt zusammen. Nur mühsam bewahrt er Haltung und versucht, seiner Trauer durch eine Beschäftigungstherapie der kleinen Schritte Herr zu werden. Ich dachte, mich selbst zu verlieren und verliere nun einen Freund und in demselben die Hälfte meines Daseins. Eigentlich sollte ich eine neue Lebensweise anfangen, aber dazu ist in meinen Jahren auch kein Weg mehr. Ich sehe also jetzt nur jeden Tag unmittelbar vor mich hin und tue das Nächste, ohne an eine weitere Folge zu denken. Die Zeit der Prüfungen aber ist für Goethe noch nicht vorbei. Die Politik meldet sich wieder zu Wort. Und dieses Mal rückt sie ihm, der doch so gerne Abstand hält, tatsächlich bedrohlich nahe. Folge 5: Erfahrungen der höheren Art. Nach dem Tode seines Freundes Schiller sieht sich Goethe noch mehr auf sich selbst zurückgeworfen. Er hat das Gefühl, dass ohne großes Aufheben eine Epoche zu Ende gegangen ist. Die offizielle Politik scheint ihm darin recht zu geben. Das Heilige Römische Reich ist am Boden. Die zahllosen deutschen Klein- und Kleinststaaten sind keine ernsthaften Gegner für Napoleon, den neuen starken Mann in Europa. Selbst Preußen, die führende Macht in Deutschland, kann ihm nicht ernsthaft Paroli bieten. Als es in der Schlacht bei Jena unterliegt, kommen die Franzosen auch nach Weimar. Goethe, der sich am liebsten aus allem heraushalten möchte, erlebt die ungeliebte Politik, wie er sie am wenigsten mag, nämlich hautnah. Sein Haus wird besetzt. Als Hausherr ist er entmachtet. Als zwei betrunkene Soldaten zu randalieren beginnen und ihm, wie es den Anschein hat, persönlich an den Kragen wollen, stellt sich Christiane mutig vor ihren Mann, der mit dieser Situation völlig überfordert ist.
die Tapferkeit seiner Frau, ihre langwährende Treue und liebevolle Sorge lässt einen Entschluss in ihm reifen, der sich schon länger vorbereitet hat. Er wird Christiane Vulpius heiraten. Am 19. Oktober 1806 lassen sich die beiden in der Weimarer Schlosskirche trauen. Eine mehr als 18 Jahre währende Lebensgemeinschaft, die fast ein wenig zu fortschrittlich war für ihre Umgebung, wird damit zu guter Letzt noch legalisiert. Die Weimarer nehmen es eher gleichgültig zur Kenntnis. Im Oktober 1808 kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung, die wohl schon in den Bereich der Weltgeschichte fällt. In Erfurt empfängt der Kaiser Napoleon den Dichter Goethe und führt ein längeres Gespräch mit ihm. Dieses Ereignis macht die geheime Bewunderung, die Goethe für Napoleon hegt, noch ausgeprägter. Er ist fasziniert von Männern, die den Fortschritt verkörpern und eigenmächtig die Geschichte vorantreiben. Dass Napoleon ein Franzose und kein Deutscher ist, hat im Sinne der Menschheitsgeschichte keine Bedeutung. Unter uns, ich hasste die Franzosen nicht, wiewohl ich Gott dankte, als wir sie los waren. Wie hätte auch ich dem nur Kultur und Barbarei Dinge von Bedeutung sind, eine Nation hassen können, die zu den kultiviertesten der Erde gehört und der ich einen so großen Teil meiner eigenen Bildung verdankte? Überhaupt ist es mit dem Nationalhass ein eigenes Ding. Auf den untersten Stufen der Kultur werden Sie ihn immer am stärksten und heftigsten finden. Es gibt aber eine Stufe, wo er ganz verschwindet und wo man gewissermaßen über den Nationen steht und man ein Glück oder eine Wehe seines Nachbarvolkes empfindet, als wäre es dem eigenen begegnet. Diese Kulturstufe war meiner Natur gemäß. Und ich hatte mich darin lange befriedigt, ehe ich mein 60. Jahr erreicht hatte. Goethe lässt die Weltgeschichte Weltgeschichte sein und schreibt lieber an seiner eigenen Geschichte. Er beginnt mit seiner Autobiografie, die zunächst den Titel Wahrheit und Dichtung erhält, dann aber des besseren Klanges wegen und wohl auch mit Blick auf das innere Regelwerk des Erinnerns in Dichtung und Wahrheit umbenannt wird. Goethes Lebensbeichte gleicht einer kunstvollen Inszenierung, in der sich die Grenzen zwischen dem tatsächlich Gewesenen und dem erinnernd Hinzugefügten auf das Feinste verwischen. Das Leben selbst wird zum Kunstwerk, dem der mal respektvolle, mal ironisch gebrochene Blick eines Hauptdarstellers gilt, der sich zurücknimmt und vom Inneren zum äußeren Zuschauer wird. Nun musste ich diese entschwundenen Geister in mir selbst hervorrufen und manche Erinnerungsmittel, gleich einem notwendigen Zaubermittel, mühsam und kunstreich zusammenschaffen. In diesem Sinne nannt ich, bescheiden genug, ein solches mit sorgfältiger Treue behandeltes Werk Wahrheit und Dichtung, innigst überzeugt, dass der Mensch in der Gegenwart, ja vielmehr noch in der Erinnerung, die Außenwelt nach seinen Eigenheiten bildend modele. Bevor sich Goethe allerdings so ausgiebig mit sich selbst beschäftigt, wird er zum Naturforscher, wobei er einen Eifer an den Tag legt, von dem seine Kritiker später behaupten, er hätte ihn besser in die Literatur eingebracht. Sein besonderes Augenmerk gilt den Erscheinungen des Lichts und der Farben. Hier sieht er sich als wirklichen Fachmann, der, gerade weil er nicht unmittelbar vom Fach ist, sondern über die Intuitionen des Künstlers verfügt, den genaueren Blick gewinnt. Goethes Hauptwerk auf diesem Gebiet, die sogenannte Farbenlehre, summiert sich schließlich zu einem dickleibigen Buch von mehr als 1000 Seiten Umfang. Darin bezieht er heftig und oftmals polemisch polternd Stellung gegen den ungekrönten König der Physik, den Briten Isaac Newton, der die von der modernen Forschung später bestätigte These vertritt, dass sich im ursprünglichen weißen Licht bereits alle anderen Farben befinden. Goethe hingegen glaubt, dass die Farben aus einer Eintrübung des Lichts, einem Zusammenwirken von Hell und Dunkel entstehen. Die Missachtung, die seinen naturwissenschaftlichen Studien zuteil wird, hat Goethe zutiefst verärgert. Einsichtig zeigt er sich nicht, im Gegenteil. Der Naturforscher Goethe, erklärt er trotzig, habe wichtigere Arbeit als der Dichter Goethe geleistet, und er appelliert an die Nachwelt, die das dereinst bestätigen werde.
Erholung sucht Goethe immer wieder in den böhmischen Bädern Karlsbad, Teplitz, Franzensbad und Marienbad. Dort unterzieht er sich diversen Trinkkuren, wobei sich das Trinken auf das örtliche Heilwasser bezieht, nicht auf den von ihm geliebten Wein, dem er ein Leben lang kräftig zusprach. Goethe genießt die Kuren auch deswegen, weil er dabei hofiert wird und mancherlei Ablenkung erfährt. Der berühmte Dichter weiß noch immer, die Blicke der Frauen auf sich zu ziehen, auch wenn es mittlerweile eher die reiferen Jahrgänge sind, auf deren Bewunderung er zählen darf. Er selbst hat es sich allerdings nicht verübelt, wenn er bei Gelegenheit noch einmal seine Wirkung auf junge Mädchen überprüfte. Wusste er doch um eine Wahrheit aus seinem Roman »Die Wahlverwandtschaften«, die für ihn zeitlose Gültigkeit besaß. Einem bejahrten Manne verdachte man, dass er sich noch um junge Frauenzimmer bemühe. Es ist das einzige Mittel, versetzte er, sich zu verjüngen. Und das will doch jedermann. Im Sommer 1814 kommt die Helle in Goethes Dasein zurück, das er bis dahin mit gewichtiger Routine geführt hat. Er reist auf alten Spuren in die von ihm sogenannten Rhein- und Main-Gegenden. In Wiesbaden absolviert er einen Badeaufenthalt. In Frankfurt ist er zu Gast bei dem Frankfurter Bankier Johann Jakob von Willemer, dessen junge Frau Marianne ihm schwärmerisch zugetan ist. Aus der Schwärmerei wird für beide eine tiefe Zuneigung, die den alternden Goethe noch einmal aus all seinen treulich gepflegten Gewohnheiten reißt. Neu für ihn ist dabei auch, dass er die Frühlingsgefühle, die ihn erfasst haben, in Poesie umzusetzen vermag. Für Marianne von Willemer, die wohl selber bemerkenswertes, wenn auch nur selten genutztes, literarisches Talent besessen hat, schreibt er eine Reihe von Gedichten, die diese erwidert. Ein poetisches Zwiegespräch entsteht so, dass die Vergangenheit anspricht, um die Gegenwart zu beglänzen. Goethe schreibt im Namen des altpersischen Dichters Hafis, Marianne antwortet ihm als dessen Geliebte Sulaika, deren geheimnisvoll klingender Name schließlich für die Gedichte selbst steht, die unter dem Titel »Das Buch Sulaika« zusammengefasst werden. Es spricht von der Liebe im Ton vorsichtig trauriger Wertschätzung. Die Liebe ist vergänglich, wie alles auf Erden, und glücklich wird mit ihr nur, wer die Gunst des Augenblicks zu nutzen weiß. Musst nicht vor dem Tage fliehen, denn der Tag, den du ereilest, ist nicht besser als der heutige. Aber wenn du froh verweilest, wo ich mir die Welt beseitige, um die Welt an mich zu ziehen, bist du gleich mit mir geborgen. Heut ist heute, morgen, morgen. Und was folgt und was vergangen, reißt nicht hin und bleibt nicht hangen. Bleibe du mein Allerliebstes, denn du bringst es und du gibst es. Goethes Hochstimmung währt nur 2 Jahre. Dann reißt ihn ein Schicksalsschlag auf den Boden der Tatsachen zurück. Am 6. Juni 1816 stirbt seine Frau. Christiane, die ein Leben lang tapfer war, erliegt einer schweren Krankheit, vermutlich einem Nierenleiden. Sie hat zuletzt fürchterliche Schmerzen ertragen müssen, die Goethe, der vor den körperlichen Symptomen von Krankheit und Tod ohnehin eine tiefe Abscheu hegt, nicht mit ansehen kann, so dass er sich zurückzieht und erst wieder zum Vorschein kommt, als es vollbracht ist. Erneut versucht er, wie nach Schillers Tod, sich durch Arbeit und Konzentration auf das Nächstliegende abzulenken. Im selben Sommer bricht er noch einmal nach Süddeutschland auf. Aber er kommt nicht weit. Gleich hinter Weimar bricht die Achse seiner Kutsche, was er als böses Omen deutet. Er kehrt um und fasst den Vorsatz, künftig auf größere Reisen zu verzichten. Im Frühjahr 1817 tritt er nicht ganz freiwillig als Direktor des Weimarer Hoftheaters zurück. Er sieht sich als Opfer einer Intrige, in der auch der Herzog eine ungute Rolle gespielt hat, dem er deshalb im Rahmen seiner Möglichkeiten, also in Maßen, gold. Goethe hat nun Zeit für die Dichtung und er nutzt diese Zeit.
Er entwickelt in doch fortgeschrittenem Alter eine mehr als erstaunliche, ja eine kaum glaubliche Produktivität. Er schreibt am zweiten Teil des Faust, nachdem er den ersten Teil 1806 in Zeiten äußerer Bewegtheit hatte abschließen können. Er arbeitet am Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre, der ihm manchmal über den Kopf zu wachsen droht. Er veröffentlicht seinen Bericht über die italienische Reise und die Kampagne in Frankreich. Daneben stehen naturwissenschaftliche und ästhetische Studien, Prosastücke, Gedichte und Aufsätze und, nicht zuletzt, eine umfassende Korrespondenz. Goethe als Briefschreiber ist ein besonderes Phänomen. In seinen Briefen, die ihm mal umständlich, mal wundersam genau, fast immer aber weise bis altersweise geraten, gibt er sich zu erkennen. Vielleicht gerade, weil Briefe ein Mittel sind, Vertrautheit auf dem Umweg über die Distanz herzustellen. Lange leben heißt gar vieles Überleben. Geliebte, gehasste, gleichgültige Menschen, Königreiche, Hauptstädte, ja Wälder und Bäume, die wir jugendlich gesät und gepflanzt. Wir überleben uns selbst und erkennen durchaus noch dankbar, wenn uns auch nur einige Gaben des Leibes und des Geistes übrig bleiben. Alles dieses Vorübergehende lassen wir uns gefallen. Bleibt uns nur das Ewige jeden Augenblick gegenwärtig, so leiden wir nicht an der vergänglichen Zeit. Wirken wir also immerfort, solange es Tag für uns ist. Für andere wird auch eine Sonne scheinen. Sie werden sich an ihr hervortun und uns indessen ein helleres Licht erleuchten. Und so bleiben wir wegen der Zukunft unbekümmert. In unseres Vaters Reiche sind viele Provinzen. Inzwischen hat sich der Besuchstourismus, der Goethe, dem berühmtesten aller Weimarer gilt, längst ritualisiert. Mit zunehmendem Alter wird ihm das immer lästiger. Am liebsten würde er sich ganz verweigern, aber da das nicht geht, muss er es dabei belassen, gute, das heißt duldsame Miene zum bösen Spiel zu machen. Einem alten Bekannten, dem russischen Diplomaten Stroganow, teilt er mit: »Der Ruhm, mein Herr Graf, ist eine herrliche Seelenkost. Sie stärkt und erhebt den Geist, erfrischt das Gemüt. Das schwache Menschenherz mag sich daher gern daran erlaben. Aber man gelangt gar bald auf dem Wege der Berühmtheit zur Geringachtung derselben. Die öffentliche Meinung vergöttert Menschen und lästert Götter. Sie preist oft die Fehler, worüber wir erröten, und verhöhnt die Tugenden, welche unser Stolz sind. Glauben Sie mir, der Ruhm ist so verletzend fast als die Verrufenheit. Seit 30 Jahren kämpfe ich gegen den Überdruss, und Sie würden ihn begreifen, wenn Sie nur wenige Wochen mit ansehen könnten, wie mich täglich eine Anzahl von Fremden zu bewundern verlangt, wovon viele meine Schriften nicht gelesen haben und die meisten mich nicht verstehen.« 1823 unternimmt Goethe seine letzte Badereise. Er fährt nach Marienbad, und dort ereilt ihn, der sich im Grunde seines Herzens längst gesichert wähnt, noch einmal die Liebe. Die Dame seines Herzens, Ulrike von Levezow, ist noch ein Mädchen und mehr als ein halbes Jahrhundert jünger als er. Sie hat denn in ihm auch nur einen freundlichen alten Herrn gesehen, der sich um sie kümmert. Von seiner Berühmtheit, seinem Werk wusste sie kaum etwas. Ulrike von Levezow, die unverheiratet als wunderliche alte Dame starb, hatte kein besonderes Verhältnis zu den schönen Künsten. Sie blieb zeitlebens ein nüchterner, von romantischen Illusionen unbeeindruckter Mensch. Auch hier mag also wieder das altbewährte Wort von den Gegensätzen, die sich anziehen, gegolten haben. Allerdings war die Anziehungskraft letztendlich recht einseitig. Goethe verspürt Gefühle, die alles andere als altväterlich sind. Schließlich macht er Fräulein von Levezow sogar einen Heiratsantrag, der alle Beteiligten in Verlegenheit stürzt. Man hält ihn hin, wagt nicht, ihm eine prompte Ablehnung zu übermitteln. Immerhin deutet er die Umstände richtig und erklärt, noch bevor er zur tragisch-komischen Figur werden kann, seinen Verzicht. Der Verzweiflung, die ihn daraufhin erfasst, ist Goethe dichterisch Herr geworden.
und er hat sich dabei noch einmal als Meister seines Fachs erwiesen. Die berühmte Marienbader Elegie, die er zu Papier bringt, bringt das Kunststück fertig, die Liebe über ihre persönlichen Glück- und Schmerzmomente hinauszuführen und zu einer Grenzerfahrung des Menschen zu erklären, in der ihm Alter und Wissen hinfällig werden und die Zeit sich bildhaft zur Ewigkeit erhebt. War Fähigkeit zu lieben, war Bedürfen von Gegenliebe weggelöscht, verschwunden, ist Hoffnungslust zu freudigen Entwürfen, Entschlüssen, rascher Tat sogleich gefunden? Wenn Liebe je den Liebenden begeistert, ward es an mir aufs Lieblichste geleistet, und zwar durch sie. Wie lag ein inneres Bangen auf Geist und Körper unwillkommener Schwere, von Schauerbildern rings der Blick umfangen, im wüsten Raum beklommener Herzensleere. Nun dämmert Hoffnung von bekannter Schwelle, sie selbst erscheint in milder Sonnenhelle. Dem Frieden Gottes, welcher euch hienieden mehr als Vernunft beseliget, wir lesen's, vergleiche ich wohl der Liebe heitern Frieden in Gegenwart des allgeliebten Wesens. Da ruht das Herz und nichts vermag zu stören den tiefsten Sinn, den Sinn ihr zu gehören. In unsers Busens reine wogt ein Streben, sich einem höhern, reinern, unbekannten, aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, enträtselnd sich den ewig Ungenannten. Wir heißen's fromm sein. Solcher seligen Höhe fühl ich mich teilhaft, wenn ich vor ihr stehe. Nach der Marienbader Erfahrung schließt Goethe endgültig Frieden mit sich selbst. Die Stürme des Lebens, zu denen auch die Liebe zählt, haben sich gelegt. Er muss das akzeptieren, und es fällt ihm nicht mehr schwer. Bei aller Wertschätzung der eigenen Person gegenüber, die nicht verhehlen kann, dass es das Genie in ihm war, dem er viel verdankt, wird er doch nicht müde, die Welt zu loben, der er den Stoff für seine Arbeiten entnehmen durfte. Es ist wahr, ich habe in meinem langen Leben mancherlei getan und zustande gebracht, dessen ich mich allenfalls rühmen könnte. Was hatte ich aber, wenn wir ehrlich sein wollen, das eigentlich mein war, als die Fähigkeit und Neigung, zu sehen und zu hören, zu unterscheiden und zu wählen und das Gesehene und Gehörte mit einigem Geist zu beleben und mit einiger Geschicklichkeit wiederzugeben? Ich verdanke meine Werke keineswegs meiner eigenen Weisheit allein, sondern tausenden von Dingen und Personen außer mir, die mir dazu das Material boten. Die neue Zeit, die er heraufkommen sieht, erfüllt Goethe mit Misstrauen. Er stellt ihr eine Diagnose, aus der wir heutigen noch eine verblüffende Modernität entnehmen können. Alles ist jetzt ultra, alles transzendiert unaufhaltsam, im Denken wie im Tun. Niemand kennt sich mehr, niemand begreift das Element, worin er schwebt und wirkt, niemand den Stoff, den er bearbeitet. Junge Leute werden viel zu früh aufgeregt und dann im Zeitstrudel fortgerissen. Reichtum und Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert und wonach jeder strebt. Alle möglichen Fazilitäten der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren. Sein letztes Lebensjahrzehnt begeht Goethe wie ein penibler Nachlassverwalter seiner selbst. Er hat bereits eine Ausgabe seiner gesammelten Werke erscheinen lassen, obwohl mit seinen Werken ja noch lange nicht Schluss ist. Sein Fleiß lässt nicht nach, und die Hilfskräfte, die er beschäftigt hält, Sekretäre, Schreiber und andere, haben gut zu tun. Als Glücksfall erweist sich die Anstellung des jungen Johann Peter Eckermann, der 1823 bei Goethe vorstellig wird und sich alsbald unentbehrlich macht. Die Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, die er später als Buch herausgibt, werden zu einem Bestseller, der sich bis auf den heutigen Tag gut verkauft. Ob Goethe wirklich alles so gesagt hat, wie es in diesem Buch steht,
muss dahingestellt bleiben. Seine Denkungsart jedoch, sein Selbstverständnis hat Eckermann durchaus erfasst und festgehalten. Goethes weltanschauliches Vermächtnis ist ein Bekenntnis zum Wert und zur Schöpferkraft des einzelnen Menschen, der sich allerdings nur in einem Großen und Ganzen, dem Göttlichen, aufgehoben weiß. Dieses Aufgehobensein macht seine Bestimmung aus, lässt ihm die Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tode, das sich Goethe zuweilen wie eine Art Brüderschaft im Geiste vorgestellt hat. Kein Wesen kann zu nichts zerfallen. Das Ewige regt sich fort in allen. Am Sein erhalte dich beglückt. Das Sein ist ewig. Denn Gesetze bewahren die lebendigen Schätze, aus welchen sich das All geschmückt. Das Wahre war schon längst gefunden, hat edle Geisterschaft verbunden. Das alte Wahre fass es an, verdank es, Erdensohn, dem Weisen, der ihr die Sonne zu umkreisen und dem Geschwister wies die Bahn. Am 6. Januar 1827 stirbt Frau von Stein. Anderthalb Jahre später, am 14. Juni 1828, Goethes langjähriger Freund und Förderer Karl August. Der Dichter, von tiefer Trauer erfüllt, sieht dies als Zeichen in eigener Sache. Von hoher Warte aus will man ihm bedeuten, dass es auch für ihn Zeit wird. Zuvor schon hat er Tag für Tag ein wenig mehr Ordnung in sein Leben gebracht. Seine Werke sind inzwischen in einer vollständigen, auf 40 Bände angelegten Ausgabe letzter Hand versammelt und erscheinen seit 1827 in repräsentativer Edition. Sein Hausstand, zu dem mittlerweile auch die Schwiegertochter Ottilie, mit der er gerne schäkert, und drei Enkelkinder gehören, ist geordnet, sein Nachlass geregelt. Eine letzte große Tat steht noch aus. Die Vollendung des Faust. Und auch diese Tat gelingt ihm. Doch zuvor hat er einen weiteren Schicksalsschlag zu überstehen. Am 10. November 1830 erhält er die Nachricht, dass sein Sohn August während einer Italienreise in Rom einer Krankheit erlegen ist. August von Goethe hat es im Schatten des übermächtigen Vaters nie leicht gehabt. Seine Anlagen reichten zur Genietätigkeit nicht aus, und für die mittlere Laufbahn war er zu ungeduldig und zu unstet. So trank er mehr, als ihm gut tat. Sein Tod, der in die Rubrik »Vor den Vätern sterben die Söhne« fällt, hat Goethe, vielleicht gerade weil in ihm so viel Hilf und Sinnlosigkeit auszumachen war, unendlich geschmerzt. Dennoch gelingt ihm auch noch die allerletzte Kraftanstrengung. Am 22. Juli 1831 ist es vollbracht, ist der zweite Teil des Faust abgeschlossen. Seinen letzten Brief diktiert Goethe am 17. März 1832. Er ist an Wilhelm von Humboldt adressiert und enthält unter anderem ein Bekenntnis zur Selbsterziehung des Menschen, der sich erst dann finden kann, wenn er sich seine Welt zu eigen gemacht hat. Zu jedem Tun, daher zu jedem Talent, wird ein Angeborenes gefordert, das von selbst wirkt und die nötigen Anlagen unbewusst mit sich führt. Deswegen auch so geradehin fortwirkt, dass, ob es gleich die Regel in sich hat, es doch zuletzt ziel- und zwecklos ablaufen kann. Je früher der Mensch gewahr wird, dass es ein Handwerk, dass es eine Kunst gibt, die ihm zur geregelten Steigerung seiner natürlichen Anlagen verhelfen, desto glücklicher ist er. Was er auch von außen empfange, schadet seiner eingeborenen Individualität nichts. Das beste Genie ist das, welches alles in sich aufnimmt, sich alles zuzueignen weiß, ohne dass es der eigentlichen Grundbestimmung, demjenigen, was man Charakter nennt, im Mindesten Eintrag tue. Vielmehr solches noch erst recht erhebe und durchaus nach Möglichkeit befähige. Es sind dies die Worte,
die am besten wohl auf seinen eigenen Lebensgang passen. Goethe war ein Genie, das die Arbeit und den Fleiß nicht scheute und damit seine Kunst, die bis zum Ende von wahrer Weltneugier lebte, auf den höchsten Stand zu erheben vermochte. Was er uns vorlebte, lässt sich aus heutiger Sicht nicht mehr erreichen oder gar überbieten. Bedenkenswert allerdings bleibt es allemal. Goethe stirbt am 22. März 1832, mittags um 23:30. Im Bericht seines getreuen Adlatus Eckermann heißt es: Auf dem Rücken ausgestreckt ruhte er wie ein Schlafender. Tiefer Friede und Festigkeit waltete auf den Zügen seines erhaben edlen Gesichts. Die mächtige Stirn schien noch Gedanken zu hegen. Vielleicht sind diese Gedanken bereits auf die jenseitige Ankunft, auf das ganz andere Leben gerichtet gewesen, zu dem Goethe nun aufgerufen wurde. Unglücklich ist er wohl nicht gegangen. Eher schon, den Versen aus seinem Faust nachkommend, erleichtert und auch ein wenig erwartungsfroh. Gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und hat an ihm die Liebe gar von oben teilgenommen, begegnet ihm die selige Schar mit herzlichem Willkommen. Erprobtes Glück. Das Leben des Johann Wolfgang Goethe. Erzählt von Otto A. Böhmer. Redaktion Katrin Wenzel. Es sprachen Hans Korte, Peter Fricke und Thomas Vogt. Schnitt Robert Baldowski. Ton Evelyn Rühlemann. Regieassistenz Diana Hertrich. Regie Karin Hutzler. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1999.